Liebe Freunde, hier ist euer Steinballen und ich bin heute nicht allein, sondern ich habe einen Stargast, kann man schon vielleicht ein bisschen sagen, nämlich den Patrick, also, oder auch bekannt als Content Creator, der geschätzte Klim. Vielen Dank, dass du dabei bist. Freut mich sehr. Moin Moin, vielen Dank, dass ich da sein darf. Moin. So, jetzt gucken wir erstmal. Chat sieht uns, hört uns. Das scheint alles zu passen und bewundert schon dein Gaming-Zimmer. Bei mir sind sie das ja nicht gewohnt. Sieht gut aus. Okay, wir wollen ein bisschen sprechen über Hourglass, denn ich habe gemeinsam mit den Zuschauern vor einer Woche zum ersten Mal angefangen. Also wir sind so vielleicht halb durch, weiß ich nicht genau. Und wir hatten wahnsinnig viel Spaß und da passt es wunderbar. Du hattest mich ja angeschrieben, dann war ich einfach so frei und habe dich eingeladen in den Stream, sodass wir ein bisschen über das Spiel sprechen können. Das heißt, ich werde erstmal ein paar Fragen loswerden und dann können sich ja die Zuschauer auch noch was loswerden. Ich habe vergessen, ich glaube, dein Stream, dein Chat ist hier quasi auch zu Gast. Da grüße ich hier auch einmal raus. Ne? So, erste Frage. Wie kommt man, das ist jetzt eine sehr banale Frage, die du wahrscheinlich schon 100 Mal beantwortet hast, wie kommt man auf die Idee, ein Spiel zu machen? Oder anders gefragt, war zuerst der Wunsch da, so eine Art Kindheitstraum, ich möchte mal ein Computerspiel machen und dann hast du angefangen zu überlegen? Oder war zuerst genau dieses Projekt da und das musste gemacht werden? Also auf jeden Fall Ersteres, muss man sagen, weil ich habe ja Game Design auch studiert. So bin ich da erst reingerutscht. Also ich habe zuerst, ich wollte was mit Spielen machen, die haben mich fasziniert und dann habe ich gesagt, ich gründe eine eigene Redaktion. Dann habe ich die Seite gegründet, waren irgendwann dann mit Jugendpresseausweisen sogar auf der Gamescom, also das war auch schon ein etwas größeres Projekt. Und irgendwann später ist dann halt daraus geworden, ja, also wenn ich das kritisiere, kann ich es ja selber machen, das Gefühl. So. Und dann habe ich halt angefangen, nach dem Abi zu gucken, was kann man so machen, dann Studium, Game Design, rein. Und da haben wir dann studiert und da habe ich einen Kommilitonen kennengelernt, mit dem auch haben wir mal ein Projekt gemacht, das heißt Pokémon Unreal. Okay. Da haben wir im dritten Semester Pokémon in der Unreal Engine nachgebaut. Da hat auch Spieletipps damals drüber berichtet, war absolut lustig. Und da haben wir schon gemerkt, wir arbeiten gut zusammen. Und ja, dann hat sich halt dieser Wunsch geformt, ein eigenes Studio irgendwann aufzumachen. Und da haben wir natürlich überlegt, für was für Games können wir machen, Ideen und so. Und da irgendwann kam halt die Idee zu einem Puzzlespiel mit so einer Zeitmechanik. Ah, krass. Also so richtig, ich sag mal richtig, gelernt und dann Entwicklerstudio gegründet und dann naja, ist doch in gewisser Weise so. Ich ja, meine, das, ja, ich, das ich ist zumindest ein Bachelor of Science in Game Design, ja. Also, das stimmt, ja. Das ist zumindest ein Studium, wo man was ganz Konkretes lernt. Ich habe ja nur Geschichte also studiert, da kann man ja alles mitmachen. Du kannst was ganz Konkretes machen. Cool. Okay, und nochmal, das ist jetzt ein bisschen neugierig, dass du nebenbei deinen eigenen Channel hast und sowas alles. Das war immer noch das Hobby oder hattest du das quasi so als Vollzeit gemacht oder so? Du bist ja doch recht groß oder wie kam das zusammen? 2010 habe ich angefangen mit YouTube-Videos, weil ich einfach Bock darauf hatte und so ein bisschen in die Szene reingerutscht, dann mit anderen YouTubern angefangen, einen Channel aufzumachen. Der ist jetzt mittlerweile einer der bekanntesten deutschen YouTuber. Was kennt man? Revi vielleicht, die einen oder anderen. So mit dem haben wir einen Channel zusammen gegründet. Er ist dann natürlich mega explodiert. Ist jetzt, wie gesagt, ne, und ich habe dann gesagt, nee, ich konzentriere mich auf mein Abi. Das wird nicht viel größer. Ja, vielleicht blöde Entscheidung. Mal gucken. Auf jeden Fall habe ich dann trotzdem noch so weitergemacht und wurde dann auch von dem Revi auch eingeladen in andere Projekte. Und so hat sich es dann halt entwickelt, dass ich auch größer geworden bin, auch gewachsen bin und dann irgendwann in der Mitte vom Studium war es dann sogar so viel, dass ich meine Miete schon davon bezahlen konnte, inklusive Studienkredit hatte ich auch noch aufgenommen und mittlerweile kann ich davon leben und das ist natürlich ganz gut, dann müssen wir als Firma nicht so viel Gehalt für mich ausgeben. Ja genau, das wäre jetzt meine nächste Frage, wie passt das eigentlich zusammen? Also bist du eher Content Creator oder ist das so Hälfte-Hälfte so von deinem Arbeitszeit her oder wie würdest du das einschätzen? Ich würde schon sagen Hälfte-Hälfte, also ich habe halt aktuell, das klingt jetzt vielleicht drastisch, aber nichts anderes in meinem Leben, also nicht viel, aber das ist auch okay, ich mag es halt sau gern. Ich stehe morgens auf, arbeite dann an Hourglass oder an eventuellen zweiten Spielen, an denen wir gerade arbeiten. Und dann irgendwann mache ich einen Stream an und dann danach arbeite ich weiter und dann gehe ich schlafen. Und natürlich hat man mal einen Tag, wo man sich dann mal mit Freunden trifft im Kino oder macht irgendwas anderes oder fährt dann mal zur Familie oder so. Aber hauptsächlich beides arbeitsmäßig. Ja. Ah ja, okay. Gut, dann lasst uns über Hourglass sprechen. Also ihr habt schon mal so ein kleines Projekt gemacht im Studium und das ist quasi jetzt euer Erstlingswerk als Entwicklerstudio, habe ich das richtig verstanden? Ja und nein. Okay. Also wir haben im Studium jedes Semester so ein Semesterprojekt gemacht, klar. Aber das ist jetzt erstmal, haben wir nichts von veröffentlicht. Aber wir haben während der Entwicklung von Hourglass
weil wir das selber publishen wollten. Und die ganzen Publisher-Angebote waren viel dreist, kann ich leider nicht anders sagen. Also die waren wirklich, also Abzocke. Ne? Und dann haben wir gesagt, dann machen wir es halt selber. Mhm. Und um zu lernen, wie geht das, wie veröffentlicht man auf Steam, wie läuft der Prozess, haben wir gesagt, ja, dann machen wir einfach noch ein Game. Und dann haben wir ein ganz kleines Minigame gemacht, das heißt Balloon Flight. Das haben wir dann an Wochenenden noch irgendwie reingeschoben und entwickelt, um halt diesen Prozess zu kennen. Und deswegen ist Hourglass schon unser erstes großes Spiel. Verstehe. Aber nicht unser erstes veröffentlichtes Spiel. Verstehe. Und wie lange habt ihr jetzt dran gearbeitet? Vom ersten Projekt, also Start, sag ich mal, wo man jetzt ernsthaft angefangen hat? Ziemlich seit Ende des Studiums. Das war März 2018. März 2018. Also 3,5 Jahre? Dreieinhalb Jahre, ja. Ah ja, okay. Und nur ihr zwei oder habt ihr dann Leute dazugeholt? Wie kann ich mir das vorstellen? Ja, wir waren sehr lange zu zweit, haben dann im August 2019 eine Kickstarter-Kampagne gestartet. Ben hatte während der Zeit auch noch woanders gearbeitet, am März 2018, also da waren wir nicht Vollzeit dran. Ben hat noch bei Mimimi Productions gearbeitet, an Desperados 3 hat er mitgemacht. Ah ja. Und ich war halt mit YouTube und Twitch voll beschäftigt und dann haben wir halt angefangen, daran zu entwickeln, was für Ideen und so. Und was war die Frage nochmal? Nee, passt schon. Hast du beantwortet, egal. Ja, nee, ob wir andere Leute waren, hast du gefragt. Ja, wir sind tatsächlich, ist dann irgendwann jemand dazugekommen. Nach der Kickstarter-Kampagne, ein bisschen später, haben wir noch jemanden dazugeholt, ebenfalls zum Studiengang, Frank. Ja. Der hat uns dann für 10 Stunden die Woche immer begleitet, über ein Jahr jetzt. Und wenn ihr jetzt 3 Leute seid, habt ihr dann so ganz klare Aufteilung? Keine Ahnung, der eine macht das Level-Design, der andere, was weiß ich, die Grafik, der nächste den Sound oder so? Ganz banal gefragt, mal ganz naiv gefragt. Ja und nein. Also ich bin Programmierer und Ben ist der Artist. Frank war halt auch Artist und Concept Art und Animation. Aber ich habe so ziemlich alle Systeme im Spiel gemacht, die irgendwie Programmierarbeit bedurfen. Und Ben hat so ziemlich alles Artmäßige gemacht, aber da auch ein bisschen schwammig. Sound haben wir beide gemacht, Level-Design hat hauptsächlich Ben gemacht, Rätsel kommen so von uns beiden, so ich würde sagen 65-35 oder 70-30, Ben hat mehr gemacht. Und okay. So aufgeteilt. Gehen wir nochmal zurück an den Anfang, das interessiert mich. Also wie seid ihr rangegangen? Okay, ihr habt ein Entwicklerstudio, ihr wollt ein Spiel machen, klar. Was will man ansonsten machen als Entwicklerstudio? Ja, seid ihr da jetzt irgendwie von eurer persönlichen, was mögt ihr gerne machen? Oder seid ihr irgendwie strategisch rangegangen? Was will der Markt? Oder seid ihr gegangen, okay, was können wir eigentlich machen im Rahmen unserer Möglichkeiten am sinnvollsten? Wie war da so der Entscheidungsprozess? Wir haben alles ausprobiert. Wir haben alle möglichen, was können wir machen, wie und tralala, haben wir alles geguckt. Und dann irgendwann haben wir gesagt, okay, sind wir wirklich auch nach Möglichkeiten gegangen und haben riesen Listen gemacht, was wir tun könnten. Was sind unsere Stärken, was sind unsere Schwächen als Studio? Wir sind nur 2 Leute, was können wir möglicherweise erreichen, was nicht? Was ist realistisch? Was haben wir durchs Studium gelernt, was so an Arbeitszeit da reinfließt? Ja. Und wir haben uns massiv überschätzt haben wir uns massiv. deswegen hat Hourglass jetzt ein Jahr länger gedauert, als wir es ursprünglich gedacht hatten, aber naja. Da haben wir aber irgendwann die Idee, Ben hatte die Idee mit diesem Zeitklon. Und das fand ich so cool und habe es in keinem Spiel vorher gesehen. Ja. Talos hatte ich zu der Zeit nie gespielt. Und auch die Portal Mod Thinking with Time Machines habe ich auch nie gespielt, auch wenn die da überhaupt schon draußen war. Und das war halt 2018 irgendwann und dann haben wir darauf weiter rumgedacht und einen kleinen Prototypen gebaut und der hat Spaß gemacht. Dann haben wir gesagt, okay, dann gucken wir uns das näher an. Okay, das heißt, zuerst stand quasi diese Mechanik, also dieses Konzept der Mechanik, dieses, interessant. Und wir haben uns auch gesagt, wir machen das so ein bisschen Nintendo-like. Die haben halt eine Mechanik und die bauen die halt aus und benutzen die viel und gut. Ne? Mit Cappy zum Beispiel in Super Mario Odyssey. Du kannst die Kappe schmeißen und draufspringen. Du kannst die Kappe auf andere Gegner schmeißen und dann wirst du zu den Gegnern. Du kannst die auf Gegenstände schmeißen und so weiter und so fort. Und wir wollten halt auch nicht nur ein Spiel haben, das dann 30 verschiedene Mechaniken hat und die sind alle so okay, sondern wir wollten halt eine Mechanik haben, uns darauf konzentrieren und gucken, was können wir alles damit anstellen. Verstehe. Gut, also ihr habt sozusagen diese Grundidee und womit fängt man dann an? Fängt man dann schon an mit dem Level- oder Rätseldesign oder wie kann ich mir das vorstellen? Wir haben halt geguckt, was Spaß macht. Das ist, glaube ich, so das Wichtigste. Mhm. Wenn man die Grundidee hat, muss man so schnell wie möglich so einen kleinen Prototypen bauen und gucken, macht der Spaß. Weil wenn nicht, dann bist du gar nicht auf dem richtigen Track. Vielleicht musst du auch nur ein paar Stellschrauben drehen und plötzlich macht es dann Spaß und so weiter.
Und deswegen haben wir so einen kleinen Prototypen gebaut. Da gibt es sogar noch Videoaufnahmen von, kann ich dir vielleicht irgendwann mal zuschicken. Vielleicht, ich habe sie jetzt gerade nicht parat, die müsste ich suchen, aber die gibt es auf jeden Fall. Ja. Und da haben wir dann halt ein paar Level gebaut. Ich habe Ben ein paar Level gebaut mit so kleinen Rätseln. Ben hat mir ein paar Level gebaut mit so ein paar Rätseln. Und dann haben wir uns gegenseitig bei Discord zugeschaut, während der andere das gespielt hat. Also sind sehr, sehr glücklich, dass wir zu zweit sind. Ja. Und das war ziemlich cool und das hat uns Spaß gemacht. Dann haben wir gesagt, okay, dann bauen wir mehr Level. Und oh, dann, was ist, wenn wir die Zeitmechanik so und so oder wenn wir das noch hinzufügen und. Und ja, das war. Ah ja, okay. Und gab's oder war das von vornherein, habt ihr im Prinzip das, was wir jetzt kennengelernt haben bei Hourglass, ist das eigentlich von vornherein im Prinzip so designt gewesen oder gab es jetzt ganz wichtige Elemente, die erst im Laufe des Entwicklungsprozesses noch dazu kamen? Alles. Also alles kam dazu. Nee, Okay. also die Mechanik. Die Außer die Mechanik Grund. war da, Ja. aber wir waren nie, am Anfang waren wir nicht im ägyptischen Setting. Wir waren am Anfang auch nicht bei Ego-Perspektive. Wir waren auch am Anfang auch noch vielleicht ein bisschen mehr auf Platforming und gar nicht so stark Ah, auf okay. Logikrätseln. Und das hat sich alles so langsam ergeben. Zuerst wollten wir eine epische Geschichte erzählen. Du startest in so einem Zeitgefängnis. Und muss dann auf von Hand gebauten großen Inseln und so weiter und so fort. Aber das war halt, wir haben halt gemerkt, so wir sind halt so lang dran und das braucht so viel. Was ist denn unser Grundkonzept? Und dann da fanden wir diese Portalidee aber so cool. Und dann haben wir versucht, das noch mit einzubauen und haben gesagt, ja, vom Game Design her finden wir es cool, wenn man so ein offenes Areal hat mit Rätseln, wo man auch eins auslassen kann, wenn man gerade nicht weiterkommt und zum nächsten gehen kann. Und da sind die Inseln entstanden, die so mehr diese offenen Areale darstellen. Und dann brauchten wir aber noch ein Tutorial für die Inseln, weil manche Rätsel davon brauchen ein bisschen Vorwissen. Und das sind dann diese Oberwelten, die dann eher so ein Tutorial-Schlauch sind. Und dann wirst du losgelassen, okay, wende das an, was du gelernt hast. Das hat sich alles mit der Zeit entwickelt. Also nichts davon war von Anfang an klar, bis auf die Mechanik. Also was mich besonders beeindruckt hat, war, wie soll ich sagen, wie gut das, also vom Gefühl her, vom Spielgefühl her gebalanced ist. Also wie gut die Lernkurve funktioniert. Es ist nie so, dass du dich unterfordert fühlst, aber nie, auch nie so, bisher zumindest, dass man sich überfordert fühlt. Das finde ich extrem krass und ich weiß gar nicht. Du warst noch nicht auf der dritten Insel. Ja, genau. Oh mein Gott. Wer weiß, was da noch kommt. Aber ja, also wie macht man denn das? Also ich stelle mir das unfassbar, weil wenn man selber das designt, dann weiß man ja, sag ich mal, wie das Rätsel funktioniert, aber wie kriegt man das hin, dass du antizipierst, was der ahnungslose Spieler, also wie schwer oder was der leisten kann und was nicht? Testen. Ja. Also wir haben es gebaut und testen lassen, testen lassen, testen lassen. Wir haben insgesamt hunderten Leuten, vielleicht nicht hunderten, aber auf jeden Fall dreistellig Leuten zugeschaut, während die bei Discord das Spiel gespielt haben. Und wir haben, es ist das Schwierigste dabei, die Klappe zu halten. Wenn jemand nicht weiterkommt, du denkst, oh Mann, ey, das liegt doch vor dir. Also es ist super schwierig. Aber mittlerweile habe ich das, ich schrei in mich rein. Also das, und nee, das ist ganz viel testen. Wir haben ganz viele Rätsel gelöscht, die wir nicht mehr benutzt haben. Also wir haben mehr Rätsel gelöscht, als wir im Spiel haben. Und wir haben auch super viele Sachen umgebaut, an andere Stelle hingebaut und einfach Plätze getauscht auch, weil wir gedacht haben, okay, vom Pacing passt das jetzt da nicht. Das ist jetzt zu schwer, zu langatmig, zu viel, zu einfach. Da denkt der Spieler, was zum Teufel soll das jetzt? Und einfach sehr viel testen. Ja, und das nächste, was ich echt bewundere, ist, dass, okay, das mit dem Testen und Balancing, das kann ich mir noch vorstellen, aber dann, ich sag mal, so viel Kreativität da reinzubringen, dass du versuchst ja vermutlich bei jedem Rätsel irgendwie was anderes zu machen. Es soll sich ja keins gleichen, zumindest war das bisher auch mein Gefühl, dass alles irgendwie immer ein bisschen anders war. Ein kleiner Dreh anders, irgendwie eine Überraschung da drin. Also, boah, wie, also setzt man sich da jetzt an ein leeres Blatt Papier und fängt dann an, sich irgendwie was zu überlegen? Oder wie kommen da die Inspirationen? Das ist ja ein sehr kreativer Arbeitsprozess. Ja, wir saßen da, also ich weiß jetzt nicht genau, wie Ben das gemacht hat, aber also eigentlich sind wir vom Grundprinzip haben wir gesagt, wir wollten immer so diesen Catch-Moment haben von jedem Rätsel. Und wir wollten in jedem Rätsel einen eigenen Catch-Moment haben. Wir haben auch mittlerweile ein paar Rätsel im Spiel, wo sich's dann wiederholt, um einfach nochmal zu aufzufrischen. Okay, das ist der Catch. Wir haben, ich weiß nicht, warst du schon auf der zweiten Insel drauf?
Ja, wir haben zwei Rätsel der zweiten Insel, also zwei Kristalle haben wir gelöst, Also ja. auf die Gefahr hin, dass ich vielleicht ein Rätsel so leicht anspoiler. Es gibt auf der zweiten Rätsel ein Insel, das 1 zu 1 bis auf eine Variation exakt so in der Start-Area auftritt. Okay, ist mir noch nicht aufgefallen, ja. Ja, und das ist wirklich exakt das Gleiche. Und du hast halt jetzt einfach nur, du kannst jetzt aufnehmen, wo du willst und bist nicht mehr an das Tor gebunden. Genau. Und das erkennen viele gar nicht, dass das dasselbe Rätsel ist. Das finde ich immer ganz witzig. Aber die Leute, die es erkennen, sagen: Ach, Moment mal, das kenne ich doch, und kommen so auf die Lösung. Ne, aber grundsätzlich versuchen wir eigentlich für jedes Rätsel einen eigenen Catch zu finden. Also wir fangen mit dem Catch an. Was Ah, könnte der okay. Aha-Moment sein? Und Okay. dann versuchen wir ein Rätsel darum herum zu bauen. Und Ah, oft war es krass. dann auch so, dass wir bauen dann immer die Rätsel für den jeweils anderen. Also Ben baut Rätsel für mich und andersrum. Und dann spielen wir die Rätsel durch. Und dann manchmal haben wir auch andere Lösungsmöglichkeiten gefunden, die das Rätsel viel besser gemacht haben. Also wir Ah. sind so per Zufall auf coolere Rätsel gestoßen. Das war auch Ah, ganz cool. ja. Krass, wie viel sind es denn insgesamt? Oh, ich habe jetzt eh nicht mitgezählt, würde mich jetzt, glaube ich, nicht spoilern, aber nur mal so, um den Eindruck zu bekommen. Ich könnte jetzt ganz kurz im Kopf durchgehen, wenn man die ersten beiden Steinplatten-Dinger mal weglässt. Dann war da Ganz, eins, ganz zwei, grob. drei, fünf. Ja, ganz grob 35, 40 plus Ah minus. ja. Wow. Aber Krass. das ist nicht genau. Nee, Grob. nee. Sehr beeindruckend. Ja, toll. So, und dann, okay, also ich meine, das ein Jahr länger dauert, das ist ja quasi normal, das machen ja auch die Großen so. Irgendwann kommt dann die Arbeit, wo man dann anfängt, irgendwie PR zu machen, irgendwie Aufmerksamkeit fürs Spiel zu erregen. Was hast du da für Erfahrungen gemacht? Stelle ich mir nicht ganz einfach vor bei der Flut von Games. Nee, gar nicht. Also, wir haben natürlich immer, also ganz wichtig ist bei Steam sind die Wishlists. Und wenn man da unter 10.000 Wishlists ist, dann braucht man sein Spiel eigentlich nicht zu veröffentlichen. Wir haben es dann, ja, es ist wirklich krass. Also, wenn man bei Steam, also, wir haben die Erfahrung mit beidem gemacht. Wir hatten bei unserem Balloon Flight Spiel, hatten wir so 1.000, 2.000 Wishlists und wir haben es veröffentlicht und hatten dann, weiß nicht, 20 Verkäufe oder so. Also, es ist Quatsch, ne? Also da braucht man gar nicht drüber reden. Hat sich dann irgendwann wieder mehr verkauft und so, aber weil wir erst einen Sale gepackt haben und alles. Aber das war halt nichts. Das hat keiner gesehen. Es war nie auf der Frontpage und so. Und Hourglass hatte dann irgendwann seine, ich glaube, 12.000 Wishlists hatten wir dann am Ende. Deswegen waren wir auch ein bisschen auf der Frontpage und so weiter und so fort. Und das bringt dann schon was. Aber noch besser wäre gewesen, wenn wir bei Neu und Angesagt, also nicht nur bei Neu und Angesagt gewesen wären, sondern auch unter Topsellern, und dann merkt Steam, okay, das Spiel verkauft sich Ja. und dann promoten wir das auch mehr, ne? Und das ist halt, in diese Spirale sind wir leider nicht reingekommen. Deswegen, je mehr Wishlists am Anfang, desto mehr Leute kriegen eine E-Mail am Anfang, desto mehr Leute kaufen sich's schnell und desto leichter kommt man in diese Steam-Sichtbarkeitsspirale. Ja, Aber und das ist jetzt für ein kleines Studio das absolute, quasi das fast das einzige Instrument, was man hat. Ich meinte, ihr seid nur, du bist selber Content Creator, du kannst vielleicht noch irgendwie. Ja, andere Kanäle anzapfen oder so. Was gibt es noch für Möglichkeiten jenseits von Steam? ja, genau. Also in Deutschland kenne ich halt viele Influencer, die habe ich halt alle angeschrieben. Ja, der Content Creator mag ich auch lieber als das Wort Influencer. Habe ich viele meiner Freunde halt angeschrieben und die haben auch fast alle ein Video oder einen Stream dazu gemacht, was ich super korrekt finde. Und das hat natürlich sehr geholfen, auch wenn viele von denen einfach nicht das Publikum haben, das Ja. Rätselspiele gerne guckt. Ist so ein bisschen schwierig, die haben es trotzdem gemacht. Das hat man auf jeden Fall, Influencer anschreiben. Dich habe ich ja auch angeschrieben per Mail. Wir kannten uns ja vorher nicht. Und da einfach nach Leuten suchen, die vielleicht einfach wirklich Spaß an dem Spiel haben würden. Damit hat man, glaube ich, die besten Chancen, zumindest in dem Content-Creator-Bereich. Wenn da ein Management zwischenhängt, kann man es vergessen, an den meisten Fällen. Ja. Weil haben wir auch ein paar E-Mails bekommen, ja, wie viel Geld könnt ihr zahlen? Dann wollte ich denen immer schon ein Kontoauszug schicken, damit die sehen, okay, da ist nichts zu holen. aber das habe ich dann nicht. Ich habe dann gesagt, ja, können wir leider nicht. Na, ist Auf klar. jeden Fall, wir haben auch sehr, sehr viele Redaktionen angeschrieben, Deutschland und international. Bei Deutschen haben wir dann halt geschrieben, hey, wir sind ein deutsches Studio, wir würden uns freuen über eure Hilfe. Hat leider niemand einen Artikel darüber geschrieben in Deutschland, was ich sehr schade finde, gerade zum Beispiel bei der GameStar, weil die haben auch schon früher bei uns berichtet, als wir auf Kickstarter gegangen wären, das wäre halt so ein netter Follow-up-Artikel gewesen. Aber ich weiß nicht, warum die das nicht machen, aber ich hätte mir da ein bisschen mehr Unterstützung
Ja, zumindest eine News wäre es ja auf jeden Fall wert gewesen, oder? Ja, eben. Also wenn schon kein Test oder so, dann wenigstens, jo, deutsches Spiel, Hourglass ist released. Naja. Viel Rätsel, Freunde, fertig. So, das hätte ja schon, wäre ja so super cool gewesen. Das hat keine Zeitschrift in Deutschland gemacht. Und ja, wir haben traurig irgendwo. Über 100 Leute angeschrieben, halt, international und national. Das, und national haben wir dann ein Interview auf einer japanischen Website gegeben und ein, zwei Adventure-Portale haben auch was drüber geschrieben, aber. Okay. Und wie siehst du jetzt mal so, das mal so allgemein vielleicht gesprochen, ja, was heißt allgemein, schon auf dieses Spiel bezogen, aber das ist ja immer so ein kleines Thema. Ich sag mal, wenn ich das jetzt hier an zwei Abenden streame, erzeugt das natürlich einerseits auch durch meine Ankündigungen und auf Twitter natürlich eine gewisse Aufmerksamkeit, aber andererseits ist es auch so, dass die Zuschauer, die 500, die jetzt hier zuschauen, an beiden Abenden, die werden es vermutlich nicht mehr selber spielen, weil sie bei mir die Rätsel gesehen haben. Wie siehst du das in der Abwägung? Ich bin selber Content Creator. Also ich spiele oft Spiele und dann sagen Leute, ja, ich schalte jetzt ab, ich möchte selber, ich fand es so cool, ich spiele es jetzt selber und kaufe es mir. Also ich glaube, dass die Leute, die zuschauen und es dann nicht kaufen, es auch so nicht gekauft hätten. Aber es gibt immer Zuschauer, die gucken den Stream und kannten das vorher nicht und kaufen das deswegen. Also ich glaube, das ist auf keinen Fall eine Lose-Situation, es ist nur eine Win-Situation. Okay. Bevor wir gleich nochmal auf Chatfragen eingehen, ihr seid ein Studio, ihr habt euch jetzt ja quasi nicht nur für das Spiel gegründet, sondern ich vermute mal, also wie geht's jetzt weiter? Das Spiel ist jetzt nicht so, wo man sagt, okay, es gibt jetzt unendlich viele Bugs, das muss man jetzt noch wahnsinnig pflegen oder ein DLC ist vermute ich jetzt auch nicht die wahrscheinlichste nächste Option. Was plant ihr? Arbeitet ihr schon am nächsten Projekt oder seid ihr erstmal noch mit Hourglass beschäftigt? Also ein paar Bugs wollen wir noch fixen. Mhm. Das, ne, ein bisschen Marketing wollen wir noch machen. Gerade in Amerika kennt uns niemand. Mhm. Und dann wollen wir uns ums nächste. Also der Traum war von uns beiden, wir wollen ein eigenes Studio gründen. Wir wollen in Deutschland auch für Studierende, die jetzt gerade noch im Studium stecken, die Möglichkeit geben, irgendwann einen Job zu finden, weil aktuell gibt es in Deutschland eine Handvoll Spieleentwickler, bei denen man sich an und dann muss man da quer durch halb Deutschland ziehen. Ist ja alles beknackt. Deswegen, das ist unser Traum, so ein eigenes Studio zu gründen, den Deutschland als Games-Standort besser zu machen. Also ist jetzt für zwei Leute eine Mammutaufgabe, wir machen es aber nicht alleine. Also es machen ja sehr viele Indie-Entwickler gerade, die einfach sagen, weil, also wir wollen und wir haben Bock und unser nächstes Spiel ist schon in Planung, klar. Schon in Planung. Wirst du natürlich vermutlich nichts drüber sagen, aber ich schätze mal... Ein Puzzle-Game. Ja, genau. Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Ja. Okay. Nee, das ist auf jeden Fall kein Puzzle. Das ist halt eine super Nische. Und da Leute zu erreichen, ist sehr schwer. Wir haben es gemacht. Ich habe Erfahrung. Ja, gut. Aber ich meinte, Puzzle-Games haben halt auch Vorteile. Du brauchst wahrscheinlich keine KI programmieren oder sowas. Es gibt ja so bestimmte komplizierte Sachen, die dann einfach wegfallen, weil nur der Spieler agiert, oder? Schätze ich das falsch ein? Ja, also wir haben keine Gegner oder sowas im Spiel. Wir haben zwar, also wir haben ja keine Gegner im Spiel, keine KI, die so irgendwas macht, hast du schon recht. Es kommt halt immer drauf an, wir haben relativ wenige komplexe Systeme, aber wir haben natürlich unser Zeitsystem, das brauchst du bei einem normalen Spiel dann wiederum auch nicht. Und wir haben einiges mit Collisions gemacht und die sind in der Unreal Engine, also da arbeitet man am liebsten nicht mit Collisions. Das hat alles seine Vor- und Nachteile, klar. Okay. Letzte Frage von mir, bevor wir zum Chat kommen. Wie seid ihr jetzt oder warum dieses ägyptische Setting und dieses Archäologenthema? Das hat natürlich mich jetzt auch nochmal besonders gereizt, so, weil ich ja mich gerne mit Geschichte beschäftige. So mag ich so ein bisschen dieses Setting, das gleichzeitig auch, was ich übrigens angenehm finde, muss ich mal grundsätzlich sagen, wenn man schon so ein Rätselspiel macht, dann möchte man nicht in so einer düsteren Atmosphäre, also ich zumindest, agieren, sondern es hat eine sehr, sehr positive, angenehme, ich sag mal, Feel-Good-Atmosphäre. Das finde ich sehr, sehr schön, ne, dass man sich immer irgendwie wohlfühlt in der Umgebung. Das gefällt mir sehr gut. Also ein bisschen Doppelfrage, wie seid ihr auf das Ägypten-Setting gekommen und wie bewusst habt ihr jetzt dieses Farbspektrum gewählt und überhaupt dieses ganze, diese Ästhetik oder so? Bei der Ästhetik kann ich so super viel nicht zu sagen. Wie gesagt, ich bin der Programmierer. Da hätte Ben jetzt mehr zu sagen können, aber der mag so Öffentlichkeitssachen, mag der gar nicht gern. wo wir uns sehr gut ergänzen. Aber also Ägypten-Thema war eigentlich, wir haben verschiedene Themen so in unserem Kopf durchgespielt, was könnten wir machen, haben auch schon ein paar Geschichten schon uns ausgedacht, wie unser Spiel laufen könnte. Und dann irgendwann, ich weiß gar nicht mehr genau, wie das gekommen ist, aber wir sind dann auf Sachen gekommen, die wir cool fanden. Und ich war großer Fan bei Assassin's Creed auch, die Teile und da spielst du ja irgendwann auch in
also nicht zwingend in Ägypten, aber da gab es so Verschwörungstheorie-Sachen. Also nicht wie moderne Verschwörungstheorien, sondern so, die Ägypter, das waren Aliens oder sowas in der Richtung, ne? Also sowas, so ein bisschen beknackt so, aber irgendwie ist das schon lustig, sich die Fragen zu stellen. Oder die hatten Portale in eine andere Welt. Und dann haben wir uns, da gab es so Dokumentationen auf dem History Channel und so. Und dann haben wir gedacht, ja, bei uns gab es die Portale, es ist eine andere Ah, Welt. Und cool, dann ja. haben wir uns die Geschichte, und das fanden wir halt irgendwie cool. Und dann haben wir ein bisschen uns über Ägypten informiert und dann fanden wir die Ästhetik geil. Die gab es so noch nicht, es gab so kein Rätselspiel. Okay, Talos Principle wird im zweiten Akt auch ein bisschen in Ägyptisch, aber das kannten wir bis dato einfach nicht. Also haben es nie gespielt. Mittlerweile habe ich es gespielt. Großartiges Spiel, falls du es noch nicht gespielt hast. Nee, habe ich noch nicht, nee. Und Outer Wilds musst du auch spielen, aber da kommen wir später drauf zu sprechen. Vielleicht irgendwann belabere ich dich dann aber. Nein, aber ja, so kamen wir zu diesem ägyptischen Thema. Und diese Wolken, diese Sky Islands, sage ich mal, ne? Da waren wir von Anfang an Fan von. Fliegende Inseln finden wir gut. Okay. Ja. Gut, jetzt gucke ich mal in den Chat, was es da noch gibt, was ich vielleicht nicht angesprochen habe. Also haut raus. Ja, wie viele Verkäufe? Das wird sicher, das ist eine doofe Frage. Ja, das hören wir oft, klar, es interessiert die Leute, aber werden wir nicht sagen. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Nicht genug. So, ich gucke mal, ob ich scroll mal ein bisschen hoch, was da schon gekommen ist. Die Warum-Ägypten-Frage wurde schon beantwortet. Stargate habe ich auch nie geguckt, es tut mir sehr leid. Steht auf meiner To-Watchlist. Ich muss es Ja. gucken. So, also, ich weiß, ihr habt schon einiges gefragt, Leute. Ich habe es natürlich jetzt nicht gelesen, also tippt es einfach nochmal ein. Wie kamt ihr mit auf die Idee mit dem Geist? Also, dass es nicht nur ein Portal ist. Also dieses Portal, durch das man durchläuft und den Geist erschafft, das war von Anfang an gar nicht da. Ach so. Das kam erst später, weil wir gesagt haben, okay, wie könnten wir denn Rätsel spannender gestalten? Du hast jetzt auch schon das Hourglass, hast du ja auch schon gefunden. Ja, genau. Du bist ja schon auf der zweiten Insel. Und von Anfang an war eigentlich erst so gedacht, dass man überall das starten kann. Und dann irgendwann haben wir gedacht, ja, aber was ist, wenn man das einfach als Möglichkeit wegnimmt und das dem Spieler später erst gibt? Und so kamen würde ich nicht Portale nennen, das sind bei uns die Zeittore. Ah, Die okay. Portale sind eher diese Pyramiden, die einen in die, auf die Okay. Inseln bringen. Ist vielleicht das Wording ein bisschen schwierig. Ja, das kommt wahrscheinlich von Portal, ne? Weil das da Ja, sind ja. das irgendwie so die Portale. Ich meine, Ah, okay. wenn du auf so eine Insel draufkommst und dich mal umdrehst, dann siehst du die Pyramide nicht mehr. Dann ist das wie so eine TARDIS. Du guckst da, ne, falls du es mal bemerkt Das ist hast. mir auch schon aufgefallen, ja. So, dann kommt eine Frage. Ja, gut, hätte ich jetzt nicht unbedingt gestellt, aber weil es ein bisschen eitel klingt. Aber wie seid ihr auf mich gestoßen? Fragt Rivebo. Wir haben auf YouTube und auf Twitch gesucht nach Streamern, die Spiele gespielt haben, wie Talos Principle oder Portal oder hier anderes Rätselspiel einfügen, wo wir sagen, hey, das passt dazu. Ich habe Und eigentlich, was habe ich denn da gespielt? Ich habe eigentlich so gut wie gar nichts. Das auch Einzige war hier recht viel dieses, nachgucken, glaube ich. das Einzige, was ich gespielt habe, was vielleicht so in die Richtung passt, ist dieses, Leute, Chat, helft mir mal kurz, das mit diesem untergegangenen, mit diesem Schiff, mit dieser crazy Grafik. Obra Dinn. Kennst du das? Hast du Obra Ja, Dinn, Return of the Oberlin kenne Obra ich. Das ist ja, das ist, habe ich selber noch nicht gespielt. Das steht auf meiner Liste, weil jeder sagt, das ist super, spiel das mal. Genau, das ist eigentlich somit das einzige Rätselspiel, was wir gespielt haben im Chat, oder? Was meint ihr? Na, ist egal. Warte, ich kann, glaube ich, nachgucken, was wir Es bei dir war ja ein geguckt haben, was Treffer. wir cool fanden. Ja, auf jeden Fall. Warte, gib mir eine Sekunde. Ihr habt ja voll Es meinen steht nicht Geschmack. mal was. Es steht nicht mal. Hast du The Witness mal gespielt? Nein. Okay, ja. Papers, please, aber Nein, weil du das. Desperados gespielt hast. Ah, ja, okay, das kann sein, So ist ja. Ben auf dich gekommen, weil der hat auch ein paar Leute gesucht, die Desperados, weil er hat ja an Desperados mitgearbeitet. Ah, ja, richtig, Und genau. dadurch ist er dann wahrscheinlich auf deinen Channel gekommen und ja. Okay, dann hätten wir das auch geklärt. So, lieber Shep, habt ihr noch eine Frage? Jenseits dieser Punkte. Wir spielen eher mit Zeitschleifen. Ja, das ist ganz lustig. Wir haben die letzten drei, vier Stream-Spiele, waren alles Spiele, die Zeitschleifenspiele waren. Also hier Dann spiel danach Outer Wilds. 12 Minutes und ach was und noch so ein auch so ein absolutes Indie-Game, was wir gespielt haben. Ach so, genau, ich soll noch erzählen. Ich habe einen lustigen Glitch im Spiel gefunden. Allerdings Schön. weiß ich nicht mehr genau, wo es war. Es war, glaube ich, im Tutorial vor der zweiten Welt. Und da konnte ich einen
einen Würfel mitnehmen, den man normalerweise nicht mitnehmen konnte, sodass ich mit zwei Würfeln unterwegs war, weil ich über so einen Auf Felsvorsprung. den zum Schalter gesprungen bin. Ja, genau. Der ist schon bekannt. Der ist schon bekannt. Wir haben Okay. intern noch die Diskussion, ob wir das rausnehmen, weil das Speedrunner gerade ganz gerne benutzen. Und du kannst damit schon gut was skippen. So, also ja, vielleicht machen wir das ein bisschen schwieriger, damit das Speedrunner noch machen können. Aber der ist bekannt, ja. Ah ja, gibt es denn schon einen Speedrunner? Ist das irgendwie ein Thema bei euch? Ja, auf dem Discord, die sind ganz verrückt, wirklich. Also die finden Echt, ja? Wege, die wir, also schon nach ein paar Wochen, haben die jetzt schon ganz verrückte Speedruns. Die haben diese, also die dritte Area, in die du noch reinkommen wirst, die haben die in 6 Minuten durch. Und ich denke, wie machen die das denn? Das ist Ah, crazy, krass. wirklich. Ja, Ja, die toll, wagen ja. sich dann in die Wand rein, springen durch die Map und wir haben so viel gemacht, dass man es nicht machen kann, aber ja, gut. Das heißt, ihr überrascht euch dann auch krass, was da passiert, so, Ja, ne? Das ist die sind völlig bescheuert. Die unabsehbar. sind, nicht bescheuert, aber die sind wahnsinnig, sind die. Hier sind noch zwei Sachen. Das erste ist, wo ist eigentlich euer Sitz? Wo kommt ihr her? Wir sind beide im Homeoffice. Also, wir haben kein Ja, ich Office. meinte, wo ist euer Homeoffice? Ich glaube, es ging eher so um die Region in Deutschland. Ja, NRW, ne? Ah Wir sind ja. ja auch gestiftet worden. Wir sind ja auch finanziert worden oder haben Finanzierung erhalten von der Film- und Medienstiftung NRW. Ne, gegründet haben wir in Essen, falls irgendwie. Ja, ich glaube, das interessiert den Chat sowas. Die Ja. Lokalmatadoren, die sind jetzt, freuen sich jetzt riesig. Finanzierung nochmal, das ist vielleicht ganz interessant. Ihr wart über Kickstarter, heißt das? Habt ihr über Kick, also wie habt ihr es gestrickt? Habt ihr über Kickstarter quasi die Finanzierung bis zum Release quasi hingekriegt und alles, was jetzt kommt, ist dafür, dass ihr weitermachen könnt? Oder wie war so das Konzept? Wir Oder wollten, also, ja? ohne jetzt irgendwelche finanziellen Details zu Ja, hinterfragen. nee, klar. Also, wir haben angefangen, erstmal so dran zu entwickeln. Irgendwann war halt das der Punkt, wir machen wir es jetzt Vollzeit oder nicht. Wir mussten es entscheiden. Dann haben wir halt mit Kickstarter angefangen und haben da eine Summe gehabt. Ich glaube, wir haben festgesetzt auf 41.000 wollten wir haben. Wer selber eine Firma gegründet hat, weiß, das ist lächerlich wenig für eine Firma. Also jetzt als Privatperson denkt man sich, was zum Teufel, aber es ist nicht viel. Wir haben dann diese 41.000 auch erreicht, aber viele der Bäcker haben da nicht bezahlt. Unter anderem ein 5.000-Euro-Bäcker. Von Ach. daher hatten wir da deutlich weniger Geld. Wir wären damit niemals ausgekommen. Also da haben wir uns maßlos, also wir hätten ein viel kleineres Spiel gemacht. Wir wollten ja ursprünglich nur so 3 bis 4 Stunden, ist jetzt ein bisschen länger, ein bisschen mehr Content, ein bisschen mehr Bereiche. Waren das nur 35? Ja, okay, es waren dann noch 5, ich weiß es nicht, ich habe es nicht mal ganz genau im Kopf, um den Dreh. Dann haben wir zum Glück noch die Förderung bekommen. Dann haben wir zum Glück noch einen Epic Mega Grant bekommen. Das hat auch beides sehr geholfen und das hat dazu geführt, dass wir wirklich Hourglass entwickeln konnten und so, wie wir es wollten. Also wir haben da keine Abstriche gemacht. Ja, jetzt müssen wir halt gucken, wir haben noch ein bisschen über, jetzt auch nicht wahnsinnig viel, das von Mega Grant ist, das von der Förderung haben wir im Grunde genommen alles ausgegeben für Hourglass. Das, was wir über Kickstarter genommen haben, haben wir alles ausgegeben für Hourglass. Und von dem Mega Grant auch fast alles. Und jetzt müssen wir gucken. Ne? Wie ist eure Erfahrung mit Kickstarter? Würdet ihr das beim nächsten Projekt wieder machen oder ist das immer nur eine Notlösung, wenn man keinen Publisher hat? Boah, ich weiß gar nicht, ob man unbedingt einen Publisher braucht. Wir würden das wahrscheinlich wieder so machen mit Kickstarter, weil es ein übelst cooles Konzept ist, finde ich persönlich. Ich mag Crowdfunding an sich sehr gerne. Bin ich ja auch als Streamer irgendwo und ich finde es super, weil die Leute bezahlen für das, was sie gerne sehen, an was sie glauben. Man bekommt dann für im besten Fall ein cooles Produkt und ich glaube, mit Hourglass hat es ganz gut geklappt. Und ich denke mal, da waren auch alle happy, die gebackt haben und das ist eine coole Experience. Also viele unserer Tester waren auch die Bäcker. Was cool ist, mehr Feedback. Die Leute haben Bock darauf, weil sie auch reingebackt haben. Und es war einfach roundabout eigentlich eine sehr, sehr st stressigste Monat meines Lebens Erfahrung mit Kickstarter. Aber alles andere danach war einfach schön. Kann ich mir Also vorstellen. nicht nur immer, Es aber. kommt die Frage, kann man euch irgendwie auch unterstützen als Studio, wenn man das Spiel nicht kauft? Aber ich meine, kannst du auch das Spiel kaufen Ja. und nicht Ja, spielen? also. Basically, wenn man das Spiel kauft, kann man uns als Studio unterstützen. Anders halt nicht. Also wir haben keinen, wurde gerade auch noch gefragt, wir haben als Firma kein Patreon, kein Steady, weil eine Firma wirklich
Also als Privatperson, wenn man da 1500 netto auf dem Konto hat, dann kann man seine Miete bezahlen, alles so decken gerade, also auch mehr als gerade, man kann Krankenkasse, was alles Mögliche. Aber wenn man als Firma dann 1500 netto hat, dann geht so viel erstmal an Gebühren hier ab, Gebühren da ab, IHK will was und Unfallversicherung und hast du nicht gesehen, dann hast du von den 1500 noch 20 Euro über für Gehälter und dann musst du noch Lohnsteuer bezahlen, gefühlt. Ne? Also das geht weg wie nix. Also da Patreon oder Steady, da müssten wir in einem, also gerade als Firma in Deutschland muss so viel abgaben. Also Ja. das lohnt nicht. Okay, also Leute, wenn ihr die unterstützen wollt, kauft einfach das Spiel, verschenkt es, falls ihr es nicht selber spielt, freut sich vielleicht jemand drüber. Ja, zum Beispiel. Hier kommt noch eine Frage, durch welche Spiele ist Hourglass inspiriert? Kann man das so sagen? Ja, klar, auf jeden Fall. Also optisch hat Bender, glaube ich, Rime oder The Witness mochte der da sehr gerne. Spielerisch natürlich von Portal, Druckplatten und Cubes. Ich meine, Portal war nicht das erste Spiel mit irgendwelchen Druckplatten oder Würfeln, die man drauflegt, aber so allgemein vom Spielgefühl her, quasi ohne Tutorial und ne, Portal und Witness waren da schon Inspiration. Witness für diese Open-World-Areale, wo du verschiedene Rätsel hast, wie du bei uns ja auch hast auf den Inseln. Ja. Jonathan Blow hat uns sogar auf Kickstarter unterstützt, also der Macher von The Witness. Ah, okay. Das, ja. Und unser Spiel hat er auf Twitch auseinandergenommen. Unsere Demo damals noch. Ja. Es tat weh Schön. zu gucken. Ja, was heißt auseinandergenommen? Hat er es kritisiert oder? Ja, schon. Es war halt auch schlecht. Also unsere erste Kickstarter-Demo, wenn ich die heute noch spiele, denke ich mir, oh, um Gottes Willen, ne? Okay. Aber die kann ich dir ja mal schicken irgendwann, dann kannst du die auch mal spielen, dann was sagst du das auch. Aber das war, da hat er gesagt, was ist das, was machen die denn hier, was soll das denn und tralala und dann am Ende, ja, ich unterstütze die Jungs. War cool, ja. Hat er, weißt du, ob er es dann das Endergebnis irgendwie gespielt hat? Gab es von der Seite schon mal Feedback? Nee, noch gar nicht. Nee. Ja, Viel ist auch ein bisschen. beschäftigt, der Mann. Ja, das kann ich mir vorstellen. Welche historischen Zeiten und Orte würdet ihr gerne in einem Spiel umsetzen? Schließe ich mal an. Ich glaube, so denkt ihr nicht, ne? Denkt ihr wieder vom Game Design oder denkt ihr zukünftig auch irgendwie anders vom Setting her? Das ist eine coole Frage, die wir aber auch gar nicht wirklich so beantworten können. Also ich hätte gerne ein paar Themen, die ich irgendwie. Also ich finde griechische Mythologie spannend, kenne mich dafür aber zu wenig aus, um jetzt ein Spiel machen zu müssen. Da müsste ich mich da mehr mit auseinandersetzen. Aber habe schon viel in dem Bereich gespielt und fand es bis jetzt eigentlich immer cool und spannend. Und gerade, wie gesagt, die Assassin's Creed-Spiele, gerade die früheren, die fand ich halt auch diese Assassinen-Orden-mäßig, das fand ich auch sehr. Also, ne, inwiefern es dann da mal raus man was machen kann, wenn es da schon eine große Spielereihe gibt, ist fraglich. Aber ich glaube auch einige historische, wie sagt man, Zeiten? Nee, doch Zeiten und Orte sind spannend. Also griechische Mythologie finde ich spannend. Das Römische auch total. Also ich habe gerade erst ein Spiel durchgespielt, das heißt. Das ist eine gute Frage, wie hieß das denn nochmal? Es sind doch auch Leute von mir dabei, die wissen es doch bestimmt. Es war. Ich vergesse Ja. auch immer die ganzen Spieltitel. Da passen wir zusammen. Forgotten Ja, City? Forgotten City, es war Ist ja großartig, lustig. wirklich. Das hab ich auch vor, weiß ich nicht, 4 Wochen gespielt. Sehr gut, Auch ja. im Stream, ja. Ja, Ja, toll, ne? Großartiges das war Spiel. super, ja, Auch ein das hat echt Spaß Time-Loop-Spiel, genau. gemacht. Eines Ja. dieser Time-Loops. Ja, es hat auch Und richtig viel Spaß. ansonsten mag ich auch gerne Fantasy und Sci-Fi. Also da würde ich auch sehr gerne was machen. Also wie zum Beispiel in Outer Wilds, das ist auch ein Time Loop-Spiel, das beste Spiel aller Zeiten, das musst du unbedingt spielen. Ich habe schon Und mehrfach gehört, dass es gut sein soll, ja. es ist absolut fantastisch und es ist wirklich mein Lieblingsspiel, wird mein erstes Tattoo-Motiv, aber ich schweife ab. Und da geht es dann auch darum, dass du auch eine alte Zivilisation erforschst, aber dann halt in einem komplett anderen fiktionalen Setting. Klar, aber da hast du auch Ruinen, die du erforscht und du bist der Erste, der die Sprache lesen kann und also übersetzen kann mit einem Übersetzungs- und das ist, ich mag so alte Geheimnisse lüften. Das ist Okay. nicht gut. Gut, letzte Frage vielleicht an diejenigen, die jetzt zuschauen und selber vielleicht auch sowas Ähnliches mal machen wollen. Gibt, glaube ich, viele, die diesen Traum hegen, mal ein Computerspiel zu designen. Was würdest du so Leuten wie dir, die jetzt aus dem Studium kommen und loslegen wollen, was ist so das Wichtigste? Ja, generell, also nicht nur Leute, die aus dem Studium kommen, sondern generell würde ich vielleicht sagen, wenn ihr noch keine Erfahrung mit Games gemacht habt, dann geht einfach mal rein. Es gibt online unglaublich viele Tutorials und dann kann man sehr schnell mal sein eigenes Game zusammenwürfeln. Ist vielleicht jetzt noch nicht auf Steam releasebar ist, aber einfach nur so, um die Erfahrung mal gemacht zu haben. Es gibt Engines wie Unity,
mit dem es wirklich sehr einfach gemacht wird, da einzusteigen, weil es einfach sehr viele Lerninhalte gibt. Und ansonsten einfach mal versuchen, vielleicht irgendwo bewerben, wenn man schon was in dem Bereich gemacht hat. Aber ich glaube, am wichtigsten, wenn man sich irgendwo bewirbt, ist halt wirklich, dass nicht irgendein Abschluss, kein Game Design Abschluss, sondern das Portfolio. Was hat man schon gemacht? Und wenn man da in seiner Freizeit sich dran setzt, sich reinhängt und da ein, zwei kleine Games selber auf die Beine stellt und die als Portfolio mitbringt, dann ist das sehr wertvoll. Okay. Gut. Es war wunderbar. Ich danke dir sehr fürs Gespräch. Gibt es noch irgendwas, was du noch loswerden würdest, was ich vielleicht nicht gefragt habe oder die Zuschauer, was dir noch wichtig ist? Nee, ich muss mir unbedingt dein VOD noch anschauen zu Ende. Das habe ich nämlich immer noch nicht gemacht. Und dann gleich, was du spielst, muss ich mir später auch noch in der Wiederholung anschauen. Ich freue mich sehr. Mal sehen, wie lange wir hängen jetzt beim letzten Teil. Ich Ja, bin es hat sehr schon sehr viel gespannt. Spaß gemacht zuzugucken, muss ich wirklich sagen. Eins meiner Lieblings-Playthroughs von Hourglass bis jetzt. Oh, das freut mich ja. Sehr schön. Okay. So, Clip, das war ganz großartig. Vielen, vielen, vielen Dank nochmal. Was machst du Vielen Dank für jetzt die bei dir im Zeit. Stream? Was ist dein Plan für heute? Ja, die Leute, die von mir da sind, wissen Bescheid. Also es fängt jetzt am Samstag ein neues Projekt an, so das große YouTube-Minecraft-Projekt. Und ich bin mit dem alten noch nicht fertig. Ah, okay. Ich nehme mir da immer ein bisschen zu viel vor. Das ist so ein wiederholendes Thema und da muss ich jetzt fertig werden. Alles klar. Dann wünsche ich euch und dir viel Spaß. Wir machen jetzt quasi knallhart einfach Discord aus, ne? Aber wir werden uns sicher nochmal irgendwie wieder hören oder schreiben oder so. Es war mir ein Spätestens, wenn ich Vergnügen. dir sage, dass du Outer Wilds spielen musst. Okay, so machen wir das. Gut, schönen Abend Also, und vielen Dank für die Möglichkeit. tschüss, viel Erfolg Ciao. weiter. Ciao. Eine Zusammenfassung für alle, die letzte Woche nicht dabei waren. Also, okay, das mache ich mal ganz kurz. Es gibt eine kleine Hintergrundgeschichte. Im Kern ist es ein Rätsel-Logik-Spiel, aber es gibt eine kleine Hintergrundgeschichte. Wir spielen ein ja, älteres, eine junge Frau, ein älteres Mädchen, ich weiß nicht genau, die auf der Suche nach ihrem Vater ist, der ist Archäologe und der hat hier in Ägypten, wir befinden uns irgendwo in ägyptischen Ruinen, hat diese Ruinen erkundet und ist irgendwie verschollen. Was wir herausgefunden haben und was das zentrale Element ist, es gibt hier so eine Welten, die man betritt durch merkwürdige Portale und andere, ich weiß jetzt gar nicht mehr, da hinten sind wir irgendwie hergekommen, durch kleine Pyramiden. Wir müssen insgesamt drei solcher Symbole sammeln, um eine riesige Pyramide zu öffnen, die wir am Anfang gefunden haben. Diese Symbole können wir nur sammeln, wenn wir wiederum die Kristalle hier alle einlocken. Dann wird das freigegeben und wir können damit losziehen und das Ganze bei der großen Pyramide reintun. So kommen wir irgendwie dann weiter. Wichtig ist, es gibt eine zentrale Mechanik und zwar, die sieht so aus, dass wir einen Time Loop initiieren können. Und ich weiß gar nicht mehr, wie das ging. Jetzt ernsthaft. Ah ja, mit F. Okay, alles klar. Mit F erschaffen wir einen Geist von uns selbst und können uns bewegen eine gewisse Zeit. Und wenn diese Zeit abläuft, dann springen wir zurück in unsere Figur und sehen, was der Geist gemacht hat, was wir gemacht haben. Und auf diese Art und Weise können wir die Umwelt manipulieren, können gewissermaßen damit die Rätsel lösen. Das ist so das Grundprinzip. Und jedes gelöste Rätsel bringt einen Kristall. Das ist im Wesentlichen das, wie dieses Spiel funktioniert. Okay. Ja, es gibt so eine antike Hintergrundgeschichte, genau. Es spielte halt im alten Ägypten und die haben irgendwie diese Kristalle gefunden, die eine besondere Macht darstellen und mit dieser Macht wurde der Pharao gestürzt und irgendjemand, also der die gefunden hat, hat sich selbst zum Pharao, glaube ich, gemacht. Und es gab dann aber eine Art Bürgerkrieg. Andere haben diese Kristalle auch genutzt und ja, diese Macht hat irgendwie zu Unfrieden geführt. So, das haben wir aber nur durch so Symbolbilder erschließen können. Okay, also korrigiert mich. Hier unten sind wir das letzte Mal hergekommen. Ach so, es gibt zwei Wege, die wir gehen können. Hier oder die Treppe hoch. Und da unten war irgendwie die des Rätsels Lösung, wie wir die Flugmaschine aktivieren können. Habe ich natürlich komplett vergessen, können wir uns aber dann nochmal anschauen. Ich würde sagen, ich gehe erstmal hoch. So, und ich habe echt ein bisschen Schiss, dass ich den Flow nicht mehr habe. Ach, hier ist die Flugmaschine. Ah, okay, alles klar. Das heißt, wir brauchen jetzt gleich den Code, aber es gibt da hinten noch einen Weg, den wir. Wo geht's eigentlich hier lang? Kann man hier auch noch irgendwo hin? Nee. Da hinten machte das den Eindruck, als ob man noch weiter
könnte. Nämlich hier. Ja, sieht ganz so aus, als ob es hier auch zum neuen Gebiet geht. Da ist es auch der Fall. Okay, gucken wir uns das an. Wir haben hier... Weil das ist auch immer gemein, wenn der Kristall gleich am Anfang da ist. Also wir haben hier den Kristall. Okay, alles klar. Hier müssen wir irgendwas hinbekommen, was uns da hochbringt. Wir haben hier was, was hier überschweben wird. Aha, hier geht eine Treppe hoch, alles klar. Da können wir rüberspringen. Gibt also jetzt zwei Möglichkeiten. Gut, ich würde sagen, wir gehen erstmal die Treppe hoch, gucken, was da los ist. Hä? Warte mal, hier gibt es jetzt noch ein Fluggerät? Habe ich das richtig gesehen? Vorhin gab es doch auch ein Fluggerät. Das war doch woanders, oder? Okay, das verwirrt mich jetzt komplett. Hat das möglicherweise einen anderen Zugang? Und hat das was mit dem Rätsel hier zu tun? Okay, das ist ja spannend. Das Spiel überrascht einen wirklich in jedem Level. Naja, das scheint zwei zu sein. Mal gucken, ob wir mit dem gleichen Code zwei aktivieren können. Gut, tun wir mal so, als ob das nichts mit diesem Rätsel zu tun hat. Ich weiß es nicht. Vielleicht hat es ja. Das würde die Sache jetzt noch weiter verkomplizieren. Aber gucken wir mal. Also wir kommen hier rüber gesprungen. So, was haben wir hier? Der Schalter. Aha, das ist wieder so ein Ding. Okay, also mit dem Schalter machen wir die Plattform rüber und mit dem öffnen wir das ganz klar. So, das heißt, wir brauchen aber irgendeine Kiste oder einen Würfel, den wir da rüberbringen können. Und da muss man auch noch irgendwie hinkommen können. Da ist ein Würfel. Den habe ich schon gesehen. Okay, der aktiviert zwei. Das hatten wir in der Form, glaube ich, auch noch nicht. Und hier kommen wir nicht hoch. Das heißt, eigentlich muss das erste sein, dass wir mit dem Geist hier raufgehen und darüber fahren, weil was anderes geht nicht, glaube ich. Ich weiß, hä? Hatte ich nicht vorhin F gedrückt? Ey, Leute, ich habe das Spiel vergessen. Was war denn das nochmal? E? War es okay. So, mal sehen, ob ich irgendwas wieder nicht bedacht habe. Aber ich stelle mich jetzt erstmal rauf. Das müsste uns rüberbringen. So, was ist hier? Was finden wir hier? Erstmal überhaupt nichts, was uns hilft. Wie bitte? Von hier kommen wir nur da zurück? Was soll das denn bitte? Na ja gut, nee, wir kommen halt da oben hin. Das ist der entscheidende Punkt. Wir kommen da oben hin. Aber wir müssen in einem Schwung müssen wir beide Plattformen überwinden. Das ist quasi jetzt nur das Backup, dass wir wieder zurückkommen. Ja, okay. Das ist jetzt wieder eine sehr zeitkritische Sache. Ach so, warte mal. Wir können den Geist wieder zurückschicken. Ja, genau. Genau, den Geist zurückschicken. Ja, die Frage ist, das ist doch wieder so ein Zeitding, dass man das nicht schafft, oder? Wir probieren es mal von hier. Von der Ecke. Ah, ich hätte noch ein bisschen schneller sein können. Wo ist denn da? Die Plattform ist hier. Ah, schafft man nicht. Also das reicht nicht so. Definitiv nicht. Also kann man auf konventionelle Art und Weise den Geist Achso, wir müssen wahrscheinlich wieder mit zweiten Geistern arbeiten. Wie hatten wir das nochmal gemacht? Das war der letzte Clou beim letzten Mal. Und das war irgendwie so mindfucking, dass ich es komplett schon wieder vergessen habe.
Am Rand mit dem Geist zum Sensor laufen und mit dem Echten zur zweiten Plattform. Naja, das haben wir eben probiert. Nee, das muss irgendwie anders laufen. Das muss irgendwie. Das war irgendwie so crazy, dass ich es nicht mehr in Erinnerung habe, wie eigentlich der logische Zusammenhang war. Ich weiß nur noch, dass es geklappt hat. Wir hatten dann auf der Plattform. Ach so, warte mal. Ich muss direkt, nachdem der erste Geist fertig ist, dann den zweiten starten. Sobald ich auf der Plattform stehe, den zweiten starten. Was bringt das? Geht das? Kann man. Das weiß ich auch nicht mehr. Konnte man Geist aktivieren, während der andere läuft? Das ging, ne? Stimmt, das ging. Das war's, glaube ich. Jetzt warten, bis ich rüber bin und dann raufstellen. Das müsste es gehen. Wieso zu früh? Das war genau richtig, Leute. Okay, gut. Okay, jetzt sind wir hier. Und jetzt? Jetzt können wir hier drücken. Wenn wir drücken, fahren wir darüber. Ja gut, das ist ja unkritisch. Das kann der Geist für uns machen, während wir auf der Plattform stehen. Das ist kein Problem. Okay, da sind wir drüben und jetzt haben wir den Würfel. Aha, wartet mal. Plus eine Treppe, die sich ausfährt. Ja gut, aber das ist ja easy. Hä? Kann das jetzt so einfach sein? Ach so, ich weiß, was das Problem ist. Wir müssen den Würfel ja rüberbekommen. Der Würfel muss da draufstehen. Aber das ist doch eigentlich auch kein Problem. Weil wir können ja auf einer Platte selbst stehen und auf der anderen steht der Geist. Ne, mit Würfel kann man nicht springen. Wo ist denn das Problem? Ach so, das Problem ist, dass der Würfel wieder zurückfährt, oder? Ja. Das Problem ist, dass der Würfel wieder zurückfährt. Warte mal. Genau, wer nimmt den drüben ab? Das ist die große Frage. Kann man hier wieder was mit dem zweiten Geist machen? Also, was ja unkritisch ist, ist. Also, das kann eher zugemacht werden. Kann der Geist nicht mitfahren? Ich wüsste nicht, wie das geht, weil es muss halt, solange er fährt, muss hier einer stehen. Warte mal, wir müssen das irgendwie so machen. Der Geist stellt sich hier drauf. Dann bleiben wir so lange drauf, wie der Würfel braucht, dass er da vorbeiläuft. Nein, es ist doof, schwierig.
Die kleine Stele setzt nur den Würfel zurück, die hat keine Bedeutung. Ja, der Geist kann aber nicht auf beiden stehen. Das ist das Problem. Oder so, wartet mal, wir müssen das vielleicht so machen. Der Geist. Ich meinte, wenn wir hier stehen, kann erstmal nichts passieren. Wir können mal mit dem Geist ein bisschen rumprobieren. Aber was sollen wir da rumprobieren? Der fährt zurück. Halt, nee, wir können uns ja dann, also wenn wir vorbei sind, können wir uns auf diese Plattform stellen. Ja, das ist die Idee. Ja, warte mal, das ist doch jetzt nur in der Zeitrückschau, ne? Wir stehen ja nachher da drauf. So, komm, jetzt geht der Geist vor. Und jetzt stellen wir uns auf diese Plattform und behalten das bei. So, jetzt bleibt das Ding drüben. Das ist doch schon mal gut. Und jetzt muss. So, jetzt muss der Geist. Jetzt ist die Frage, ob wir das zeitlich schaffen, ne? Der Geist muss hier stehen bleiben. Oder der Geist holt den Würfel. Ist eigentlich egal, wer das macht. Ich mach mal, dass der Geist den Würfel holt. Mal gucken, ob es die Zeit reicht. Ach so, nee. Hä? Das geht nicht. Wir müssen den Würfel holen. Der Würfel ist in der Realität gar nicht da. Okay, dann muss der Geist stehen bleiben. Alles klar. Okay, wow. Das war jetzt ein. Okay, das war mir jetzt gar nicht so bewusst. Ist ja interessant. Gut, also der Geist muss einfach stehen bleiben. Ich gehe davon aus, dass der Würfel noch da ist. Das ist das große Ding. So, und wir müssen jetzt wie blöde loslaufen. Ja, da ist der Würfel. Haha! Yeah, Strike. Wir haben's. Relativ gut ge ge geschafft hier, das nächste Rätsel. Sehr schön. Schöner Einstieg. Und es bleibt dabei, es macht echt Laune. So, ich denke mal, wir sichern den Kristall jetzt erstmal. Bevor wir. Es heißt also vermutlich, es sind ja noch zwei Kristalle. Also es gibt immer ein Kristall on top. Insofern werden die Fluggeräte vermutlich zu den zwei Kristallen führen. Gut, okay. Wir müssen allerdings nochmal runtergehen, weil ich habe mir das nicht gemerkt. Also runterspringen. Ich habe mir das nicht gemerkt, wie das war hier. Das war ja hier unten. Okay, also die in der Mitte dürfen nicht aktiviert sein. Dann mal gucken, ob das bei beiden funktioniert. Ich hoffe sehr. So, hier müssen wir wieder hoch. Ja, genau. Mit dem Extra kann man noch irgendwie einen Bonus aktivieren oder so. Ist die Frage, wenn wir in die erste Pyramide wieder reingehen, ob uns dann der Kristall, den wir da ja, den fünften Kristall, den wir da ja hatten, ob der uns irgendwie gut geschrieben wird. Das wäre irgendwie ganz cool. Ich werde das mal hier fahren. Nee, ich werde das mal hier oben fahren. Gucken wir mal. Da haben wir ja den Extra-Kristall geholt, aber nicht eingeloggt, weil ich das noch nicht kapiert hatte. So, das muss aktiviert werden. Das nicht. Das, das und das. Jawohl. Es funktioniert. Nee! Hä? Nee, andersrum war das, glaube ich. Der mittlere Bereich muss aktiv werden. So rum. Nee, so ist es ja auch nicht. Was mache ich denn hier?
Nee. Habt ihr doch auch so gesehen, ne? Das war's doch, oder? Okay, dann gibt's vielleicht noch einen anderen Schlüssel für dieses hier. Falsches Schiff. Könnte sein, ja? Könnte sein. Vielleicht finden wir auf der anderen. Okay. Na gut, dann probieren wir es mal da hinten aus. Naja, ist vielleicht das andere. Dann brauchen wir zwei Codes. Das andere hat ein grünes Dach. Okay. Ja, hier funktioniert es tatsächlich. Okay, dann brauchen wir echt noch einen anderen Code für den fünften Kristall hier. Gut. Dann fahren wir mal. Oder besser gesagt, wir fliegen. Ist auch cool, wie das hier im Wind so flattert. Sehr schön gemacht. Da oben geht's hin, Leute. Sehr schön kontemplativ, diese Flugmusik. Wunderbar, wir sind angekommen. Okay, was haben wir denn hier? Wir haben schon einen ersten Schalter. Der macht einfach nur das hoch. Aha, ich sehe aber gleich, es gibt hier noch einen Block. Den werden wir vermutlich direkt brauchen. Den schiebe ich schon mal dahin. So, und dann müssen wir mit hoch. Gehe ich mal von aus. Aber die Sache ist komplizierter. Aha, ich ahne was. Wir müssen auf den Block. Das heißt, wir müssen den an die Kante schieben. Dann muss der Geist. Da müssen wir raufspringen. Ja, aber der Geist muss uns ja dann auch noch schieben. Wartet mal. So, jetzt kann ich mich raufstellen. So. Aber. Erster Geist senkt ab, zweiter Geist hebt an, wenn wir drauf sind. Ja, ja. Aber wer schiebt? Ach so. Das kann ja der Geist machen. Das kann ja alles der Geist machen, oder? Wir können einfach immer einen Geist nach dem anderen beschwören, oder? Warte mal. Nee, der Geist. Ach doch, geht. Klar, natürlich. Wir fahren hoch, bleiben weiter drauf stehen. Genau, und dann kann der Geist uns schieben. Ist ja easy. Ja, ja. Manchmal denkt man zu kompliziert. Der nächste Geist kann uns ja schieben. Ist ja kein Problem. Ja, die Plattform bleibt ja zum Glück oben, ja. Okay, das heißt, der nächste Geist springt einfach hier runter und schiebt. Kein Problem. Gut, da sind wir erstmal dahin gekommen. Okay. Jetzt müssen wir erstmal gucken, wo der Kristall überhaupt ist. Oh, das sieht ja abenteuerlich aus.
Also hier haben wir eine Plattform. Die Plattform hebt an. Und zwar komplett nach oben. Da können wir, könnten wir da schon mal hinfahren. Die Plattform macht was? Was ist das denn bitte? Ach so. Da müssen wir vermutlich rein, okay. Oh, wow. Ich würde aber sagen, wir gucken uns erstmal an, was oben ist, bevor wir irgendwas anderes machen. Dann sehen wir weiter. Das reicht auch von der Zeit her gut. Aha! Okay, das ist natürlich cool. Oben haben wir den anderen Schlüssel. Das hätte ich jetzt nicht erwartet, dass der Schlüssel noch auf einem Rätsel, in einem Rätsel da ist. Gut, dass wir hochgefahren sind, ansonsten hat das hier keinen Zweck. Ihr könnt euch das merken, ne? Ich muss das jetzt nicht aufzeichnen. Also sind die gewissermaßen die unteren, drei unteren Striche. Gut, hervorragend. Ist noch irgendwas Interessantes hier? Nein. Okay, es gibt ja, glaube ich, keinen Fallschaden. Insofern... Ja, der Kristall ist in der Mitte, genau. Okay, springen wir runter. Oder? Gibt's einen Fallschaden? Ich weiß gar nicht. Nein, Gott sei Dank. Okay, das heißt, jetzt geht es darum, das Timing so hinzubekommen, dass wir da rein schlüpfen können. Wahrscheinlich ist es so, dass der Geist... Aber wie soll das denn gehen, Leute? Ah, wisst ihr was? Wir müssen hochfahren. Und dann beim Runterfahren... Ja, ich weiß. Wir müssen maximal möglich hochfahren. Dann von oben den Geist runterspringen lassen. Ihn hier auf die Plattform bringen. Und dann beim Runterfahren reingehen. Ja. Ja, genau. So wird es sein. Okay. Mal gucken, ob ich das schaffe. Ich bin jetzt mal in der Mitte gestartet. War jetzt ein bisschen riskant. Ja, war ein bisschen risky, haben wir ein bisschen Zeit gewonnen. Ja. Ja. Ich glaube, ich war ein bisschen... Irgendwas hat am Timing nicht gestimmt. Mal gucken. Ja, ich hab's. Hat doch gestimmt. Okay, wir sind hier drin. Jetzt sehen wir hinten den Kristall. Gut, hier, das Ding fährt einmal komplett rüber. Interessant. Da hinten sehen wir schon einen Block. Was passiert eigentlich, wenn wir hier runterspringen? Kommen wir hier irgendwie wieder hoch oder müssen wir den Mist nochmal? Das wäre fies, ne? Aber nee, ich glaube, wir kommen hier wieder hoch. Warte mal, das heißt, man kommt ohne Geist, käme man problemlos hier rüber. Das ist eine interessante Information. Indem man es einfach hin und her fahren lässt. So, hier. Da kommen wir wieder dahin, das wollen wir nicht. Okay. Also da hinten ist ein Block, aber das hat ja auch noch irgendeine Bedeutung. Das kann man scheinbar absenken. Gibt es dann zwei Möglichkeiten? Interessant. Ach so, man kann von dort wahrscheinlich den Block rüberholen. Ja, ich verstehe. Oder sich selbst oder irgendwas, ja.
Gut, wartet. Ich glaube, hier, ich hoffe, hier kommen wir wieder hoch. Alles andere wäre jetzt ziemlich dämlich. Ja, das geht. Okay, also das Entscheidende ist, den Block von dort irgendwie darüber zu bekommen. Gut, das heißt, wir werden erst einmal. Das so machen. Dass wir darüber fahren. So. Es kann sein, jetzt hätte man den Geist auch wieder zurückfahren lassen können. Ich weiß nicht, ob das eine Bedeutung hat. Könnte sein, dass das noch wichtig wird. Vom Timing her wäre das möglich. Aber wozu braucht man das eigentlich bewegen, wenn man den Block E drüben hat? Okay, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder wir haben den Block da drüben oder wir lassen den Block hier. Aber das hat eigentlich keinen Sinn, wenn wir ihn nicht wegheben können. Ich vermute ganz stark, dass der Block hier sein muss und wir den Geist hierher schicken müssen, um den Block wegzunehmen. Weil ansonsten hätte das gar keinen Sinn, dass da hinten ein Fahrstuhl ist. Weil wir können ja eigentlich, wenn wir den Block darüber kriegen würden, könnten wir mit dem Block einfach hochsteigen. Oder es gibt zwei Lösungen, das könnte auch sein. Ich mache mal jetzt. Ich versuche mal den Geist jetzt hier hinzuschicken und den Geist so zu platzieren, dass er den Block dann wegnimmt. Mal gucken, ob das geht. Da müssen wir kurz überlegen. Also, im Prinzip ist es so, wir gehen auf die Plattform, dann rufen wir den Geist. Nee, anders, das muss ja weiterfahren. Nee, der Geist muss hier auf die Plattform. Wir stehen auf dem Ding. Ich rufe den Geist, während wenn die Plattform da ist. Der Geist bleibt da stehen. Wenn ich da drüben bin, rufe ich den anderen Geist. Der wartet, solange es geht. Das kommt vom Timing, glaube ich, nicht hin. Der wartet, solange es geht und nimmt dann den Block runter. Warte mal, kann man oder kann man den Block einfacher hier hinbekommen? Man bekommt den Block hier auf den Fahrstuhl. Man bekommt den Block. Eigentlich auch hier, und eigentlich ist das mit dem Block. Aber die Frage ist, reicht der Block wirklich, um da hochzukommen? Ist das eine Blockhöhe? Oder ist das nicht höher? Ich habe das Gefühl, das ist höher als der kleine Block. Dass es doch nicht zwei Lösungen gibt. Okay, wir probieren mal diese Sache, die ich jetzt gemacht habe. Warte mal. Wo ist der Moment? Eigentlich ist hier schon der Moment. Ach nee, das ist jetzt der Geist. Ich Idiot. Der Geist muss ja stehen bleiben. Wobei,
Aber man, der Geist darf den Kristall nicht bekommen, ne? Oh, jetzt bin ich auch noch runtergefallen. Okay, das war jetzt dämlich. Der Geist muss stehen bleiben. Und ich muss raufgehen. Aber warte mal, geht das? Warte mal. Das müsste gehen. Wir können das auch noch ein bisschen rauszögern, indem wir hier stehen. Ich weiß nicht, ist das sinnvoll? Bin mir nicht ganz sicher. So, jetzt bleiben wir erstmal hier stehen. Wir fahren dorthin. Erschaffen jetzt einen Geist. Ah! Shit! Oh Gott. Ja, so war es nicht geplant. Tastatur Panik bekommen. Nochmal. RIP Headphone Users. Ja. Gott, ist das kompliziert. Eigentlich ist es gar nicht so kompliziert. So, Geist bleibt stehen. Jetzt aber. Ich fahre mit und erzeuge jetzt den nächsten Geist. Der... Scheiße. Entschuldigt, Leute. Ja, ich wollte halt es so knapp wie möglich machen, aber es war zu knapp. Das funktioniert so nicht. Nochmal das Ganze. Nee, den, ich glaube nicht, dass wir ihn blocken. Das ist, glaube ich, nicht richtig, dass wir ihn blocken hier. Den Block runterwerfen, das ist ja kein Problem. Das wäre zu einfach. Das ist total simpel. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass das funktioniert, den Block runterwerfen. So, ich stelle mich hier an die Ecke. Jetzt kommt der Geist. Oh, fuck. Und der Geist. Nein! Nein, ich Idiot! Der Geist muss ja maximal warten. Egal. Das ist kein Problem. Ich habe ihn ja wieder raufgelegt. So, und jetzt. Zack. Hat das gereicht? Ich glaube, es hat... Wieso hat er... Nee. Es hat nicht gereicht. Ich glaube auch nicht, dass man es schafft. Oder? Ich meinte, es war nicht so viel Zeit. Also ich hoffe, ihr kapiert, was ich meinte. Es kann man das noch optimieren? Also es kann man das irgendwie zeitlich noch optimieren. Die Theorie ist richtig, ja. Du musst selber in der Mitte starten. Was ist damit gemeint, in der Mitte? Den zweiten Geist auch aus der Mitte starten. Ich verstehe nicht. Warte mal, den zweiten Geist aus der Mitte starten. Ja, aber wie kommt der dann darüber? Wie kommt der dann wieder zurück, wenn ich ihn aus der Mitte starte? Erster Geist bleibt auf dem Schalter und die Plattform fährt rüber. Ja, genau. So wie gemacht. Hm? Nee, das, Gami, das geht nicht. Der zweite Geist... Wenn wir den zweiten Geist beschwören, verschwindet der erste Geist. Damit fährt die Plattform nicht mehr weiter. Das funktioniert. Das ist der entscheidende Clou. In dem Moment, wo wir den zweiten Geist beschwören, geht der erste Geist weg. Das heißt, so geht's nicht. Ich glaube, wir stehen auf dem Schalter, der Geist fährt. Wir stehen auf dem Schalter. Der Geist fährt rüber und hebt den Block. In der Zeit fahren wir mit der Plattform nach links.
Das verstehe ich nicht. Weil wenn wir auf dem Schalter stehen. Ach so, was passiert eigentlich mit dem Geist, wenn... Ja, das ist mal eine interessante Frage. Was passiert mit dem Geist, wenn wir gar nicht auf dem Schalter stehen bleiben, sondern ihn zurückfahren? Ja, schwebt er dann in der Luft? Das ist es, Leute. Das ist es. Das ist genau der Punkt. Ich glaube, das ist der richtige Hinweis gewesen. Das probieren wir jetzt mal aus. Ah, keine schlechte Idee. Okay, also wir beschwören den Geist, der Geist fährt mit. Nee, geht doch nicht. Oder? Nee, geht nicht. Geht nicht. Wir sind ja weg. Wir sind in dem Moment weg. Das funktioniert dann nicht. Ja. Okay, also ich würde sagen, die Methode, die ich angewandt habe, ist die richtige Methode. Aber es muss noch vom Timing optimiert werden. Ne? Also das heißt, der Geist muss später irgendwie aktiviert werden. Aber wie soll man das... Ne, warte mal, wir... Okay, das heißt, wir müssen später auf die Plattform. Nee, das ist eigentlich egal. Der Geist muss so spät wie möglich aktiviert werden. Wir starten hier. Oh, das ist ein ganz heikles Unternehmen. Ich probiere es nochmal. Also, warte mal. Der Geist bleibt stehen. Wir gehen rüber. Aktivieren dort den Geist, so früh es geht. Ja, okay. Ist jetzt sehr knapp. Ja. Leute, das schafft man nicht. Das schafft man nicht. Vielleicht ist es doch der Würfel. Vielleicht ist es doch irgendwie den Würfel runterwerfen. Ich probiere es mal. Ich lasse mich mal überzeugen. Vielleicht habt ihr ja recht. Oh, das ist eine harte Nuss. Naja, ich probiere es aus. So, warte mal. Das war relativ simpel. Genau so rüberfahren. Den Würfel auf die Plattform nehmen. Oh Leute, oh Scheiße. Scheiße. Jetzt habe ich nie aufgepasst, weil da noch ein neuer Gedanke kam. Ah Gott, fuck, ey. Jetzt bin ich komplett am Arsch. Okay, lass mal kurz den Gedanken, der jetzt kam, nochmal durchdenken. Den Würfel auf die Plattform nehmen. Das ist noch ein interessanter Punkt. Der Geist bleibt stehen. Wir, ja, was nützt uns das, den Würfel auf die Plattform nehmen? Den können wir ja auch, das ist ja eigentlich komplett egal. Wenn wir ihn runterwerfen, können wir ihn ja hier auch normal wieder hochbringen. Der Würfel auf die Plattform ist eigentlich kein großes Thema, glaube ich. Ey, dieses Rätsel macht mich echt kaputt.
Ob wir den nur auf die Plattform nehmen oder nicht, ist eigentlich komplett Banane. Ich meine, ich kann es jetzt mal machen. Es ist total egal. Die Frage ist, ob es reicht, mit dem Würfel da hochzuspringen, ne? Das ist der entscheidende Punkt. Wenn das jetzt reicht, dann verfluche ich den Entwickler. Dann ist das eine ganz miese, miese Finte. Aber Leute, es hätte mich auch überrascht. Es reicht nicht. Das funktioniert nicht. Wir müssen den Würfel. Wir müssen den Würfel auf diese. Nee, wir müssen den Würfel da hinten haben. Irgendwie damit vermutlich. Wir müssen selber hier hoch. Das ist der entscheidende Punkt. Nee, das ist noch nicht das Schwere. Das ist ja das Schlimme. Das ist noch nicht das Schwere, das Klim erwähnt hatte. Okay, warte mal. Wir stellen uns auf die Plattform, fahren bis hinter auf. Dem beschwören wir den Geist. Fahren nochmal bis hinter. Wieso? Wir können nicht bis hinter fahren, weil niemand vorne auf der Plattform steht. Also wenn wir da hinten, der Gedanke war schon richtig, wir beschwören da hinten den Geist. Wir fahren zurück. Leg den Würfel in die Mitte und respawn ihn doch hinten wieder. Ja. Ach so. Warte mal, das ist auch eine interessante Mechanik, dass wir mit dem Würfel über den Respawn noch was machen können. Den Würfel auf die Fahrtplattform, den Geist rüberfahren lassen und auf den Schalter stellen. Ja, aber was nützt uns das? Ach so, von hier aus. Ja, aber wie kommen wir dann hier hin? Wir kommen ja nur über die Plattform dahin. Aber warte mal, das ist aber ein interessanter Gedanke. Warte mal, wenn wir jetzt den Würfel hier raufstellen. Wir gehen dahin. Ja, aber das ist doch egal, ob der Geist dahin den Würfel raufstellt oder hier mitnimmt. Das ist doch eigentlich Banane. Auf den Schalter für die Fahrt. Warte mal. Ach so, den Geist auf die Plattform stellen. Ach so. Das ist ein interessanter Gedanke. Okay. Okay, der Geist. Warte mal, ich muss den Würfel, glaube ich. Das war, glaube ich, Quatsch, ne? Ja, das nochmal machen. Ja, komm. Das war jetzt alles so. Was mache ich hier? Leute, ich bin in der Zeitschleife gefangen. Ich stelle den Würfel lieber ab, sonst komme ich durcheinander. So, also die Idee war. Warte mal, jetzt nochmal kurz rekapitulieren. Die Idee war, den Würfel hier hinzustellen. Dann gehen wir auf die Plattform. Ja, das ist nur gut. Das ist eine Spitzenidee. Natürlich, das ist die Lösung. Der Würfel wird dorthin gestellt. Wir fahren rüber, können ganz gemütlich dort den Geist beschwören. Nee, die Idee ist doch nicht spitzenmäßig. Weil wir müssen ja dann. Weil wir müssen ja irgendwie den Würfel wieder runterbekommen. Das funktioniert nicht. Das funktioniert nicht, Leute. Ach so, der Geist respawnt den Würfel.
Wir nehmen den Würfel runter und fahren in die andere Richtung. Ach so. Puh, Gott, Leute, das ist irgendwie gerade, das ist alles zu viel. Warte mal, das wird gedanklich jetzt hart. Also, wir bleiben mal kurz hier. Der Würfel steht hier rauf. Der Geist fährt, ich muss das kurz nochmal durchdenken, Würfel nochmal runter. Also, der Geist, wir und der Geist fahren rüber gemeinsam, oder? Ne, wir bleiben hier. Der Geist fährt rüber. Der Geist. Okay. Ah ja, ja. Und der Geist fährt rüber und wir stellen uns, wenn wir dran sind, uns auf die Plattform und nehmen dann den Würfel weg. Der Geist allerdings, der müsste dann durch die Luft schweben, während wir zurückfahren und uns da oben raufstellen können. So müsste es vielleicht funktionieren. Oh mein Gott! Was ist denn das für eine komplizierte Scheiße? Okay, probieren wir es. Ich weiß nicht genau, wann wir den Geist beschwören wollen oder müssen. Ich habe es mal jetzt gemacht. So, der Geist stellt sich aber erst im letzten Moment auf die Plattform, ne? Das war vielleicht zu knapp. Achso, und wir müssen den Würfel wegnehmen. Ah, ja, naja. Ja, okay, Prinzip verstanden. Könnte das klappen? Was hätte ich besser machen sollen? Der Ansatz war interessant. Besseres Timing, ja, die Frage ist, ja, mit dem Respawn könnte man noch überlegen, ob man vielleicht da noch was effizienter hinbekommt. Der Geist ist der Respawn schneller. Aha, der Geist respawnt den Würfel und stellt ihn auf den Hebeschalter. Ja, 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 ja. Das ist die gemütliche Idee. Das ist wahr. Das ist eine gute Idee. So könnte es noch besser funktionieren. Genau, der Geist kann vielleicht den Würfel respawnen. Aber warte mal. Warte mal, wenn wir jetzt hier den Geist beschwören. Die Plattform muss unten sein, deswegen muss der Geist sofort auf den Schalter. Ja, 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 genau. Das ist der Punkt. Das funktioniert so nicht. Fehler. Der Fehler war, dass du gewartet hast mit dem Geist. Stimmt, das war der Fehler. Ich hätte nicht warten müssen, das war ein falscher Gedanke. Also das Konzept ist richtig, aber ich hätte nicht warten sollen. Gut, machen wir es nochmal. Gott, es ist kompliziert, Leute. Verdammt. Okay, also nochmal ganz kurz nachdenken. Jetzt kommt er erstmal zurück. Wir. Haben den auf der Plattform. Die Plattform kommt. Wir stellen uns auf die Plattform, machen sofort einen Geist. Der Geist fährt rüber,
springt runter, stellt sich wiederum sofort auf die Plattform dort drüben hin. Genau, dann fährt die Plattform runter. Wir hingegen, wenn wir hier noch in der Mitte sind, nehmen den Würfel auf und hoffen, dass wir es dann rechtzeitig dorthin schaffen. Okay, alles klar. Ich muss sofort den Würfel nehmen. Ich darf nicht erst auf die Plattform. Ich muss sofort den Würfel greifen. Das war natürlich wieder Quatsch. Alles klar. Du darfst den Geist nicht auf der Plattform erstellen. Nee, ich darf selbst noch nicht auf der Plattform stehen. Ja, genau. Das ist der Punkt gewesen. Gott, oh Gott. Also es geht schon, ja, aber es ist stressiger. Also der Geist, der muss halt auf die Plattform. Mal sehen, ob es jetzt. Ich weiß nicht, wo ich am besten dafür stehen muss. Bin mir nicht ganz sicher. So, das war jetzt okay, würde ich sagen. Jetzt muss ich aber sofort diesen verdammten Würfel nehmen. Ja, das hat geklappt. Ja, Leute. Scheiße, rauf auf die Plattform. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja, ist gut. Komm. Oh mein Gott. Ja, aber das war schon sehr, sehr gut. Also, der Ruhm gebührt, glaube ich, Mr. Seraphim, der hat zuerst diesen Ansatz vorgeschlagen, wenn ich mich recht entsinne. Puh. So, wir können zurück, glaube ich, ne? Haben uns gemerkt, die unteren Striche waren es, glaube ich, bei dem anderen Fluggefährt. Ist die Frage, Chat, wollen wir noch den fünften Kristall machen oder geben wir uns damit zufrieden, dass wir es insgesamt geschafft haben? Ja, sagt ihr natürlich. Wollen wir, okay. So, wir müssen irgendwie jetzt nur zurückfliegen, ne? Was auch immer der Bonus ist. Den Block, ich glaube nicht, dass man den Block kann man ins, also in dem Moment, wo man irgendwo springt, kann man den Block dann nicht mehr mitnehmen. Ja, mit dem zweiten Flugschlüssel, das weiß ich, glaube ich, noch. Das waren alle unten. Oha, ey, das war für mich bisher das härteste Rätsel. Gut, aber platzieren wir erstmal den. Ich hoffe, Klim feiert das. Ja, das hoffe ich auch. Gut, den hätten wir frei, aber ich denke, wir lassen ihn erstmal noch drinne. Gönnen uns erstmal den anderen Flug. So, das war.
Aha. Das konnte ich mir gerade noch so merken. Also der fünfte Kristall. Oh Gott, ey, wenn das jetzt schon so schwierig war, was wird dann uns in der dritten Welt erwarten? Holla die Waldfee. Kommen nach dem fünften Schuss noch viel Content? Ja, es kommen nochmal fünf. Also nochmal fünf Kristalle. Und was dann kommt, wenn wir die Pyramide betreten haben, weiß ich nicht. Vielleicht kommt ja noch das super Mega-Rätsel. Endboss, ja genau. Ich soll heute kein Whisky mehr trinken. Okay, also wir haben hier wieder so einen Fall, wo der Kristall in relativer Reichweite ist, aber wir sehen, hier ist eine Plattform, wo man auch hinkommt. Und die wird da aktiviert. Okay, hier relativ am Anfang. Wo fliegt die denn hin? Die geht da runter. Dann haben wir eine, die geht darüber. Die fliegt da langsam zurück. Okay. So, wir haben Block. Das aktiviert das Ding. Gut, vermutlich müssen wir erstmal irgendwie rüber. Das heißt, das ist erstmal simpel. Das könnte auch der Geist machen. Das könnte man aber auch mit dem Block machen. Aber warte mal, man kann von da oben runterspringen. Das heißt, ja, das heißt, es ist, glaube ich, ist cleverer, einen Block darauf zu stellen. Wahrscheinlich würde man es vom Timing her auch gar nicht anders kriegen, ne? Probieren wir es mal. Geist nimmt Block, stellt ihn darauf. So, wir können jetzt gemütlich rüberfahren und dann sehen wir weiter. Okay. Hier haben wir erstmal ein schönes Vögelchen. Hallo Vögelchen. So. Okay. So, jetzt wird es interessant. Wir sind hier schon am Ort des Geschehens. Das heißt, der Geist muss eigentlich nur darüber und auf der Plattform stehen, um uns hier rüber zu bringen. Aber wie kommt der Geist darüber? Er könnte natürlich, der Geist könnte sich den Block nehmen. Da hochlaufen, aber ich bin mir ziemlich sicher, das reicht vom Timing nicht. Bin ich mir sehr sicher. Es nützt auch gar nichts, weil das Ding ja erst da drüben ist. Das heißt, es muss einmal zurückfahren. Na gut, dann müssen wir aufsteigen. Sehr unwahrscheinlich, dass das funktioniert. Ich meine, wir machen es mal, um einmal ein Gefühl fürs Timing zu bekommen. Also der Geist nimmt sich den Block, das kann man vielleicht noch minimal schneller machen, springt darauf, springt. Okay, das geht schon mal gar nicht. Ja gut, das können wir gleich schon mal sein lassen. Das machen wir nochmal. Oh, ich dachte, man kann im Sprung den Block nehmen. Nee, das wird nichts. Ich komme kaum darauf. Nee, das können wir gleich vergessen. Okay, also man kann es natürlich deutlich besser machen, aber das wird nie was, Leute. Das wird nie was. Das muss anders gehen. So, aber wie anders? Eigentlich muss der Block, der muss darüber, glaube ich, ne?
Aber kriegen wir den Block da irgendwie hoch? Man kann den Block ja nicht hochwerfen. Gibt es eine Möglichkeit, diesen Block hier aus diesem unteren Bereich rauszuholen? Das ist die Frage. Ich glaube nicht, ne? Der Block ist da gewissermaßen eingesperrt. Das reduziert auf jeden Fall unsere Optionen. So. Wahrscheinlich. Die erste Fahrt, die wir gemacht haben, lässt sich sicher mit zwei Geistern machen. Ja, aber inwiefern nützt uns das? Ja, man kann den, ja, tatsächlich, man kann den Block natürlich in Etappen versetzen. Das wäre schon möglich, ja, aber da gewinnt man, glaube ich, nicht viel Zeit. Ehrlich gesagt, wir können das mal in mehreren Etappen probieren. Wir nehmen einmal gemütlich den Block, packen ihn hier hin. So. Das ist jetzt erstmal unspektakulär. Aber warte mal, wir könnten, vielleicht müssten wir irgendwie darüber fahren. Nee, was nützt uns das? So, wenn ich jetzt den nächsten Geist beschwöre und direkt rüberspringe, haben wir vielleicht ein bisschen Zeit gewonnen. Aber es reicht halt niemals, dass dieses Ding da drüben ankommt. Das ist halt der Punkt. Ja, das reicht nicht. Okay, also diese ganze Variante wird nicht funktionieren. Das heißt, wir müssen irgendwie, ich vermute, wir müssen irgendwie von da drüben so starten, dass wir dann hier ankommen und gleichzeitig der Geist da hinten irgendwas macht und dass es dann irgendwie vom Timing gerade so passt. Man kann keine Blöcke von oben hochnehmen, das geht nicht. Blöcke kann man grundsätzlich nicht von oben nehmen. Egal ob als Geist oder als Person. Beziehungsweise Geist kann, glaube ich, auch nur dasselbe wie die Person. Okay, wir sind erstmal wieder hier. So, warte mal, das ist relativ nah bei. So, wir können hier einen Geist draufstehen lassen. Okay, während der Geist hier drauf steht. Am Ende muss ein Geist den Block da lassen. Geist den Block wegnehmen lassen. Erster Geist resettet den Block und stellt ihn auf den Schalter unten. Ja gut, das haben wir gemacht. In dem Moment holen wir einen zweiten Geist, genau, der sich hier drauf stellt. Und dann müssen wir hoffen, dass es reicht. Ja. Oder wahrscheinlich, wir holen den zweiten Geist erst, wenn wir hier sind. Ja, genau, dann wird's. Obwohl, nee, der muss ja so schnell wie möglich.
Der muss so schnell wie möglich den Schalter bedienen. Ist Quatsch, den müssen wir sofort erstellen. Beziehungsweise vielleicht sogar... Naja, okay, machen wir es mal. Wir testen es. Also, ich hole... Ist der erste Geist zeitkritisch? Ne, dann macht er das eh nur mit Block. So, dann geht's los. Reicht nicht, Leute, abgesehen. Man kann auch nicht springen. Während der erste Geist am Schalter steht, muss der zweite Geist den Block auf den Schalter unten stellen. Es können nicht zwei Geister gleichzeitig agieren. Wenn man den zweiten Geist bestimmt, verschwindet der erste. Das geht nicht. Vorher noch die zweite Plattform ganz rüberfahren. Ja, natürlich. Das ist der entscheidende Punkt. Jawohl. So müssen wir es machen. Richtig. Dann braucht die erstmal... Ja, das ist perfekt. Ansonsten war es richtig. Warte mal, das heißt, wir müssen... Müssen wir das jetzt machen? Ne, wir haben doch Zeit. Ich mache sie mal jetzt. Aber wir haben ja auch noch Zeit, bis der Typ da den Schalter gemacht hat, ne? Wir könnten uns jetzt noch ein bisschen raufstellen, ne? Er ist sehr kritisch, ne? So, und jetzt? Ah, ich hätte früher machen sollen. Aber es könnte trotzdem reichen. Ah! Es hat trotzdem nicht gereicht, Leute. Es war besser. Okay, ich glaube, das ist noch optimierbar. Das kann man noch optimieren. War knapp, aber ich glaube, das ist die richtige Lösung. Die Frage ist, ob man zum Beispiel mit... Ob es schneller geht, wenn man den Knopf drückt, als wenn man das... Ne, wir müssen ja den Geist von dort losschicken. Ich glaube, das geht nicht schneller. Das war schon richtig. So, was hätte ich jetzt schneller machen können? Ich hätte hier das noch länger verzögern können beim zweiten Mal. Wobei, das ist ein sehr heikles Unterfangen. Und... Ja. Du musst noch länger warten und auf die fahrende Plattform springen. Noch länger warten. Vermutlich bis die... Warte mal, aber da, ich muss ja noch den Geist beschwören, das ist das Problem. Ach so, warte mal, ich könnte den Geist beschwören in dem Moment, in dem ich dort draufstehe. Boah. Der zweite Geist kann die Rinne hochlaufen? Nee. Na, ich probiere es nochmal. Bin mir nicht hundertprozentig sicher, an welcher Stelle ich das verschnellern kann, das Ding. So, wartet mal. Ach so, das war ja blöd. Ich muss ja erst die Plattform wieder schicken. Vergesst es.
Wir stoppen das Ganze. Ich muss ja erstmal hier. Dann geht's los. Gott, man muss jetzt fast schon aufschreiben, den Lösungsweg. Naja, Plattform nicht vorbereitet. Jo, okay, jetzt ist die Plattform da. Ich gehe darauf, beschwöre den Geist, pack ihn da hin, lauf hier hin, wieder, lass die Plattform wieder zurück. Wenn er den Würfel hat, ja, wenn das Ding bewegt, reicht es, wenn ich dann erst den zweiten Geist beschwöre? Das bin mir nicht sicher, ob das nicht zu knapp ist. Ich könnte hier stehen bleiben, wo ich bin. Ja, natürlich. Das ist ja noch besser, ja. Genau, den Geist von hier beschwören. Ja, natürlich. So, aber macht das jetzt einen riesen Unterschied? So, ich muss jetzt hier stehen bleiben. Und wann beschwöre ich den nächsten Geist? Geht ja erst, wenn die Plattform losgeht, ne? Jetzt. Und der, nee, der muss stehen bleiben. Shit. Ja gut, ist aber kein Problem. Ich glaube, ist kein Problem. Und ich muss jetzt... Ah, okay, Leute, das geht nicht. Schafft man nicht. Man kann nicht da stehen bleiben. Okay, das funktioniert so nicht. Weil man das sonst vom Timing her nicht schafft. So, ich laufe trotzdem noch ein bisschen hin. Keine Ahnung, ob das jetzt reicht. Ja, es reicht, Leute, es reicht. Ja, es reicht sogar locker. Warum reicht das plötzlich so locker? Jetzt müssen wir nur noch rechtzeitig hinkommen. Jawohl. Puh. Wow, Nummer 5, wir haben's. Ja, danke, Leute. Ohne euch würde ich viel, viel länger brauchen. Ja, also ich fand's jetzt noch nicht super fies mit dem Timing, weil wenn man erstmal das Prinzip hat, dann war es eigentlich, ging es immer irgendwie ganz gut. Das war immer ein bisschen fehlertolerant. Man musste bloß erstmal das, ja, den Clou rausbekommen. Nummer 5 lebt. Viel mehr Whisky trinken. Na, ich bin jetzt mal gespannt, was das Tolle ist an dem 5. Kristall. Und dann kommen wir zur ultimativen Herausforderung, die 3. Die 3. Welt. Mit weiteren 5 Kristallen. Tja, und wenn es in der Pyramide auch noch Rätsel gibt... Dann wird es ein langer Abend oder ich weiß nicht, ob ich wirklich durchziehe heute. Mal sehen. Also, erstmal nehmen wir das Ding. Das Krokodil. So, und jetzt haben wir noch... Ja, jetzt können wir uns zurückporten, das ist gut. Jetzt haben wir noch den Bonuskristall. Jetzt bin ich ja mal gespannt, was jetzt passiert.
Okay. Das ist jetzt erstmal unspektakulär, aber es könnte natürlich sein, dass es irgendwie am Ende noch eine Bedeutung hat. Extra Leben, ja. Wir gehen mal noch in die andere Pyramide rein, die wir schon. Ach, da müssen wir dann wieder, müssen wir da vorne wieder Rätsel lösen, ne, um da hinzukommen. Oder ist das jetzt irgendwie freigeschaltet? Gab es da irgendwie eine Abkürzung? Das habe ich vergessen. Könnte sein, dass es da irgendwie auch was zum Teleportieren gab. Ja, da gab es was zum Teleportieren. Okay, alles klar. Dann können wir es probieren. So, wir sind jetzt hier. Die Frage ist, kommen wir überhaupt noch mal darüber? Können wir das noch mal aktivieren? Doch, ich glaube schon. Einfach den Schalter drücken, das müsste klappen. Machen wir das noch mal. Ich hoffe sehr, dass der Kristall dann uns dort noch gut geschrieben wird. Na, mal sehen. So, hier müsste es doch jetzt auch einen Teleport geben. Sehr gut. Der ist auch noch aktiv. Hervorragend. Ah, die Entwickler haben echt an alles gedacht. Sehr, sehr schön. Dann. Jetzt werden wir zu Achievement. Ja, wenn man schon die Fünfer-Sachen macht, dann möchte man das natürlich auch nutzen. Ja, vielleicht muss man bei allen dreien den fünften Kristall kriegen, um dann irgendwas freizuschalten. Die Frage ist, ja, er ist uns, Leute, der Kristall ist uns noch gut geschrieben. Das ist super. Das ist großartig. Jetzt ist bloß die Frage, ach so, ich glaube, wir können uns da wieder hinporten. Ah, das ist sehr, 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 sehr gut durchdacht hier, Leute. Das passt. So, wo war das Ding jetzt hier? Das war doch irgendwie hier in der Nähe. Wo war denn hier der Kristallomat? War das da? Nee. Da war's. Ja, sehr schön. Okay. Perfekt. Am Ende wirst du der neue Pharao. Wer weiß. Oder unser Vater. Ich bin gespannt, ob wir es heute erleben werden. Ich habe so leichte Zweifel, um ehrlich zu sein. Aber mal gucken. Gut, jetzt. Was ist denn da unten? Haben wir das schon gesehen, Leute? Aha. Schaut mal, das ist das Bonuslevel vielleicht. Das sind die zwei, die wir schon geschafft haben. Das könnte es sein. Ja. Ja. Das, ich glaube, das ist der Bonus. So, wo waren jetzt nochmal die. Die waren da drin, ja. Puh, okay. Das Krokodil. Hervorragend.
Wunderbar. Dann auf zum vielleicht letzten Akt, dem schwierigsten, der Schlange. Also wenn es unrealistisch ist, dass ich es irgendwie in einer adäquaten Zeit durchziehen kann, dann ziehe ich es nicht durch. Also ich will es ja noch nicht Teufel komm raus machen. Eine Stunde überziehen ist okay. Wir werden sehen. Auf geht's zur Schlange. Ich bin echt gespannt. Der Anfang ist ja immer etwas leichter, wie wir gerade gehört haben. Ich hoffe, es stimmt auch. Okay, das ist ein bisschen schlauchig. Dahin ist die Pyramide. Nun gut. Aha, Fluggerät. Die beiden äußeren nicht, müssen aktiviert werden. Okay, alles klar. Ah, ein Schiff. Ah, wie cool. Bloß, wo sind die Aktivierungsdinger? Wo ist die Aktivierungstafel? Aha, okay. Vielleicht müssen wir uns die erst erarbeiten. Da oben scheinen wir hin zu müssen. Okay, wir haben einen Block hier. Wir haben... Ich gehe mal davon aus, dass wir den Block mitnehmen müssen. Vermute ich mal einfach. Das heißt... Warte mal, kann man auch... Behält man den Block, auch wenn man den Geist aktiviert? Und der Geist den Block hat? Das ist mir immer nicht ganz klar. Wir gucken mal. Nee, der Geist nimmt den Block mit. Okay, alles klar. Gut, dann geht das so nicht. Dann müssen wir den Block abstellen, bevor wir den Geist aktivieren. Wenn wir ihn dann mitnehmen wollen. So, wir sind hier oben, alles klar. Dann haben wir hier eine Plattform und da hinten eine Plattform. Dafür brauchen wir vermutlich den Block und den Geist. Okay, hier können wir den Block nutzen. Das ist relativ simpel, weil das unten bleiben muss. Und da müssen wir dann den Geist nutzen in einem angemessenen Timing her. Zum Beispiel vielleicht von hier. Na, ob das noch reicht, dass er runterkommt? Jawohl, reicht. Das müsste also passen. Ach nein, Leute. Oh nein. Falsch gedacht. Ich habe diesen... Die Kante habe ich nicht gesehen. Okay. Das heißt, der Block muss vorher noch rüber. Gut. Okay, den Block kriegen wir rüber, indem der Geist... Ja, das ist eigentlich auch kein Problem. Der Geist, wir können uns ja darauf stellen, der Geist kann ihn rübertragen, ne? Dann stehen wir weiterhin hier. Dann ist die Frage... Halt, nee, warte mal. Dann müssen wir rüberkommen. Und wenn wir rübergekommen sind, muss der Geist noch rechtzeitig dahin. Ja, jetzt wird schon wieder knifflig. Am Anfang ist es immer einfach. Ja, ja, genau. Ich probiere es einfach mal, den Block erstmal rüberzukommen. Ach so, nee. Nee. So geht's nicht. So geht's nicht. Das heißt, der Geist muss stehen bleiben. Und wir laufen rüber. Naja, ja. Ganz simpel. Der Geist muss stehen bleiben und wir laufen rüber.
Aber das ist noch nicht gelöst, das hintere Problem. Gut, wir sind jetzt erstmal hier drüben mit dem Block. So weit, so gut. So, jetzt müssen wir uns vermutlich... Ja, aber wie kommt jetzt der Geist da hinten hin? Na, das haben wir ja toll uns überlegt. Das haben wir uns ja toll überlegt. Das haben wir uns gar nicht überlegt. Okay, wartet mal. Kurz überlegen. Also der Geist muss da hinten hin. Das kann er aber nicht alleine. Es gibt keine Möglichkeit. Ach so, wir können aber insgesamt natürlich zurück. Dann haben wir den Block schon mal hier. Das könnte natürlich helfen, ja. Einfach dasselbe nochmal machen, bloß ohne Block. Das könnte irgendwie sinnvoll sein. Okay, so, das heißt... Wahrscheinlich ist es wieder dasselbe. Warte mal, wir müssen... das erstmal runterbringen. Dann muss der Geist dort rüberlaufen. Wir laufen auf die Plattform. Fahren einfach nach oben. Eigentlich ist es egal, ob wir stehen. Wir laufen auf die Plattform, fahren nach oben. Wenn wir oben sind, erschaffen wir einen neuen Geist. Der läuft hier runter, stellt sich hier rauf und wir stellen uns auf die Plattform. Das müsste so gehen. Das müsste so gehen. Okay, gut. Geist stellt sich darüber. Ja, wir fahren nach oben. Ja, das ist unkritisch. Ist eigentlich auch keine Timing-Frage. Außer vielleicht hinten raus. Gut. Wir fahren nach oben. Und jetzt ist die Frage, auf welcher Seite soll ich stehen? Was ist das Zeitkritische? Vermutlich ist das Zeitkritische, dass der Geist möglichst viel Zeit hat, die Plattform zu senken. Ja, das schafft er. Das geht. Und drauf sind wir. Alles klar. Puh. Okay. Ah ja. So Leute, habt ihr euch... Wer hat sich das gemerkt? Was war das nochmal? Die beiden Außen. Die beiden Außen nicht aktiviert, ne? Oder wie war das? Links oben und rechts unten. Ah ja, okay. Irgendwas war mit außen. Das habe ich noch in Erinnerung gehabt. Okay, sehr schön. Gut, dann können wir losfahren. Mal gucken, wie weit uns dieses Boot tragen wird. Vielleicht direkt bis zur Pyramide oder erwartet uns dort noch ein Rätsel? Das war ja noch einfach. Das sind die einfachen. Ja, das ist immer die Tutorial-Phase vor den Pyramiden.
Aber cool noch mit dem Boot, finde ich sehr, sehr gut. Haben wir eine Mütze für Karen dabei? Ja. Na, ist das schon die Pyramide? Ich fürchte nicht, ne? Vielleicht kommt noch eine neue Spielmechanik. Vielleicht, vielleicht, vielleicht. Ah, sehr cool. Was ist das? Oh, unser Vater hat da irgendwas... Nie? Tatsächlich, es kommt noch eine neue Spielmechanik. Wir können irgendwas auf die Erde legen und dann kommen wir irgendwohin raus? Wie hat er das gemacht? Okay, also das besitzen wir, glaube ich, noch nicht, was er hatte. Er konnte sich darüber porten. In der Mitte ist eine Plattform. Der Geist kann sich teleportieren. Ach, warte mal. Vielleicht auch unser Geist? Nee, hier ist nichts... Nee, hier ist nichts Spezielles. Naja, gehen wir mal rum. Bei einem Durchgang ein Relief. Habe ich tatsächlich nicht drauf geachtet, aber ich glaube... Nicht, das war einfach nur ein Durchgang. Nee. So, mal gucken, was das Interessantes ist. Da sind oben noch weitere Plattformen. Okay, wir kommen nirgendwo ran, weil wir keinen Schalter haben. Aber wir sehen, da geht's irgendwie zum Schalter. Das Ding... Okay. Konnten wir da hinspringen? Das habe ich nicht gesehen. Was ist das hier? Ah! Das sind die Teleportationsdinger. Oh, wow. Ach du Kacke. Oh mein Gott. Okay, wenn es jetzt noch so eine Elemente gibt, dann wird es jetzt hyperkomplex. Ja. Alles klar. So, warte mal, das heißt, vermutlich müssen wir uns dahin teleportieren. Okay, das Problem ist, von der Sache her ist es ja klar, der Geist kann hier stehen, das runterholen. Das Problem ist, dass wir nicht so schnell dorthin kommen. Wenn wir den Geist hier starten. Deswegen brauchen wir die Teleportplatten. Ob die einen Schalter drücken kann? Nein. Das wäre natürlich super geil, aber das geht nicht. Genau. Wir brauchen auf jeden Fall einen Teleporter da, wo der Vater war. Ach so, als Geist teleportieren, das könnte man natürlich auch machen. Ja, stimmt, so rum. Die Frage ist, können wir da rüberspringen eigentlich? Oder können wir das darüber werfen? Können wir jetzt hier wirklich hin und her teleportieren? Ja, okay. Kommen wir hier rüber. Kommt man hier grundsätzlich nicht rüber oder bin ich nur zu... Ah, man kommt rüber. Okay, alles klar. Toll. Da müssen wir nochmal dahin. Da müssen wir nochmal dahin. Was kann man als Geist? So, das legen wir mal direkt daneben. Damit laufen wir zurück.
Ja, die Platte so ein Ding, dass ich gut springen kann, ja. Wobei ich schätze, wir haben kein Timing-Problem. Das ist jetzt eher so ein Geschicklichkeitsproblem. So, wir müssen jetzt einfach hier erstmal so lange draufstehen, bis das Ding unten ist. Dann beschwören wir einen Geist. Dann beamen wir uns zurück, springen rauf. Ja, easy. Der Problem ist der Sprung, der ist relativ knapp. Und wenn man den nicht schafft, ist es echt nervig, weil man komplett wieder zurück muss. Ob sich auch der Geist teleportieren kann, ja, das müssen wir mal ausprobieren. So. Jawohl. Okay. Interessante neue Mechanik, ja. Leider macht die Sache noch mal komplexer. So, wir sind hier oben. Wir haben hier einen Schalter. Der Schalter macht was? Der Schalter bringt eine Plattform rüber. Da drüben ist irgendwas. Da drüben ist ein Block. Vermutlich. Ach, man kann auch ranzoomen, ist ja auch gut. Vermutlich müssen wir den Block rüberholen, schätze ich mal. So, wir haben Teleportplatten. Genau. Mit dem Block kommen wir hier rüber. Das ist soweit klar. Am Ende brauchen wir hier einen Teleport. Und hier, ne? Das heißt, wir. Warte mal, wie machen wir das denn jetzt? Wir holen das rüber. Wer macht was? Wir holen das Ding rüber. Dann teleportieren wir uns. Ach so, wir können uns doch einfach so hin teleportieren und dann einfach raufgehen. Wir brauchen doch gar keinen Geist. Ah, warte mal. Ich weiß das Problem. Was passiert denn, wenn wir da drüben sind? Dann müssen wir wieder zurückfahren. Wir müssen die Platte auf die Plattform legen. Die Teleportplatte. Das ist es. Wir brauchen hier einen Geist. Nee, Quatsch. Der Geist muss stehen bleiben. Oh, verdammt. Der Geist kann sich auch teleportieren. Haben wir jetzt festgestellt. Das war jetzt Quatsch. Nochmal alles zurück. Der Geist könnte auch rüberfahren. Das wäre auch eine Möglichkeit. Gibt jetzt mehrere Möglichkeiten. Wir könnten eine Teleportplatte rüberbringen. Oder der Geist könnte rüberfahren. Der Geist fährt rüber. Das ist ja auch zeitunkritisch. Stellt einfach das Ding drauf und wir stellen uns wieder drauf. Der Geist wird nicht reichen. Wartet mal. Ja, es kann sein, dass die Zeit nicht reicht, ja. Ja, oder halt die Platte auf die Plattform legen. Gut, ich glaube, das ist wahrscheinlich das Beste. Also, der Geist bleibt hier stehen. Und wir porten uns hin und legen das darauf. Dann gehen wir zurück. So, dann fährt das Ding rüber. Und wir können uns hin teleportieren und zurück teleportieren. Haben wir halt nur die Platte nicht, aber die können wir eh nicht mitnehmen. Ist die Frage, ob wir den Würfel mit teleportieren. Das ist noch ein großer Punkt. Ansonsten können wir ihn auch auf die Plattform legen. Hey,
Okay. Ja, man kann die Platten. Ach so, man kann die Platten respawnen, stimmt. Aber wir kommen hier eh nicht hoch. So, es geht immer noch weiter. Wir haben wieder zwei Platten. Hier ist. Okay. Das Ding macht das Tor auf. Gucken wir erstmal, was da drin ist. Da drin ist der Schalter, der was macht, der uns darüber fährt. Gut. So, auch da kann man jetzt wieder mit Geist und Platte agieren. Wir können einfach eine Platte raufstellen. Ach, halt, 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 halt. Ja, wir brauchen eine Platte rauf, aber wir müssen. Das ist das Knifflige. Wir müssen hier hoch. Ah, wir können mit dem Ding nicht springen. Okay, also wenn ich es richtig sehe, ist es unmöglich, auf diese Plattform dazu bringen. Alles klar. Das heißt, meines Erachtens müssen wir einen Würfel hier hinlegen und das muss irgendwie der Geist machen. Das macht der Geist, indem er sich mit dem Würfel teleportiert. Genau, weil dann ja die Tür zu ist. Das ist der Knackpunkt. Easy. Der Geist teleportiert sich hier hin. Wir packen den dahin. Der Würfel kommt dahin. So. Warte mal kurz. Also wir erzeugen den Geist. Ne, wir stellen uns auf die Plattform. Wir erzeugen den Geist. Der nimmt den Würfel mit, teleportiert sich dahin, stellt den Würfel drauf. Ja, easy. Wo ist das Ding? Da. Zack, wir fahren rüber. That's it. Langsam kommt mein Gehirn wieder in Schwung. Alles klar. Aha, wir sehen Neues. Also, der Pharao sammelt die Kristalle. Hat einen Kristall in der Hand und bewegt damit magisch Stein, hilft beim Bauen. Die Kristalle werden. Ah, der Pharao lässt sich mit den Steinen einmauern. Die werden ihm vielleicht von oben so reingeworfen. Vielleicht, weil er gemerkt hat, das gibt nur Unfrieden, möglicherweise. Das sind die Portale. Vielleicht sind es auch die Portale. Könnte auch sein. So, wir sind immer noch nicht beim Entscheidenden angelangt, Leute. Es ist immer noch nicht so weit. Okay, aber wo müssen wir jetzt eigentlich hin? Hier oben geht's weiter und da drüben geht's weiter. Und da ist ein Würfel. Mit dem Würfel. Was soll denn der Würfel da unten? Den kriegen wir doch gar nicht da hoch. Ach doch, wir brauchen wieder. Ah ja. Wir können ja die Würfel jetzt hochbringen mit den neuen Dingern. Die haben wir aber nicht. Die gibt es da bestimmt drüben.
Verstehe. Okay, die Aufgabe ist es, den Würfel hochzubringen, damit wir hier hochkommen. Und das dafür brauchen wir Portalplatten. Die kriegen wir bestimmt da drüben. Das heißt, wir müssen einfach erstmal rüberfahren. Und das machen wir mit dem Geist. Das ist ein Schalter, das können wir insofern abbrechen, weil wir eh schon da drauf stehen. Sollte zeitlich unkritisch sein. Das sind die Portale in den Pyramiden, schreibt Untrue Life vielleicht, ja, wirklich. So, da haben wir jetzt die Platten, die ich mir gewünscht habe. Okay, wir haben hier. Okay, das Ding kriegen wir nicht weg. Das heißt, die Platten müssen. Wie kommen wir denn jetzt bitte zurück? Eine Platte geht darüber. Der Geist muss drauf stehen bleiben. Und wir lassen uns teleportieren. Dann sind wir da unten. Was können wir dann machen? Was nützt uns das? Nee, anders. Wir bleiben hier stehen, schicken den Geist rüber. Der Geist geht rüber, nimmt sich die Platte, läuft runter, legt die Platte unten hin. Nee. Okay, dann. Warte mal, dann wären wir unten. Das Problem ist, wir bräuchten dann noch den zweiten Teleport. Auch dort. Ach, der Geist fährt die andere Plattform wieder rüber. Ja, genau. Genau, der andere. Ja, dann ist es richtig. Ja, alles klar. Der Geist kann ja den Schalter betätigen. Wir können ja mehrere Geister machen. Ein Geist. Die zweite Plattform. Die zweite brauchen wir auch hier drüben. Warte mal. Also, warte mal. Wir holen jetzt einen Geist. Der Geist. Warte mal. Das machen wir jetzt mal so. Der Geist geht hier rein. So, dann erscheint er dort unten. Dann legen wir das Ding da runter. Dann kommt der nächste Geist. Und stellt sich. Mach den Schalter. Wir stellen uns dort rauf und fahren zurück. Wenn wir drüben sind, kommt der nächste Geist. Und dann denke ich mir was Neues aus. Warte mal, Geist hält gedrückt, real teleportiert, nimmt Platte von Plattform. Ja, wahrscheinlich ist das besser, ja. Gebe ich zu. Geist bleibt stehen. Dann haben wir auf jeden Fall einen sicheren Hin- und Her-Teleport. Okay, jetzt können wir in Ruhe überlegen, was wir damit machen. Also eigentlich muss das Ding runter, das hatten wir ja schon festgestellt. Wir müssen aber noch an die zweite ran. Die holen wir auf die. Können wir die auf die gleiche Art und Weise holen? Nee, beim zweiten. Beim zweiten muss uns der Geist zurückholen. Glaube ich.
mit dem Schalter. Warum soll ich mich mit dem Würfel hochteleportieren? Das ist Quatsch. Den Würfel brauchen wir doch hier. Wir kriegen den Würfel doch nicht wieder. Weil ich die Portplatten resetten kann. Ja, das wäre auch eine Möglichkeit. Ich glaube, hier gibt es sogar mehr Möglichkeiten. Wir könnten natürlich mit dem Würfel, ja, das ist richtig, wir könnten mit dem Würfel hoch uns beamen lassen, ja, das ist richtig. Dann wären wir oben mit dem Würfel, stellen uns hier rauf, porten den Geist hier runter, der Geist macht den Schalter und wir wären mit dem Würfel da, ja. Das ist sogar der einfache Weg. Ich glaube, es geht noch einen anderen Weg. Ich glaube, ab jetzt gibt es auch mehrere Varianten. Okay. So, wartet mal. Jetzt müssen wir erstmal den Schalter wieder betätigen. Das können wir aber auch selber machen, ne? Ne, können wir jetzt nicht. Ah, verdammt, fuck. Das ist der Denkfehler gewesen. Das geht so nicht, weil wir dann da nicht hochkommen. Wir kommen ja hier nicht hoch. Das geht also so nicht. Jetzt muss ich von vorne anfangen. Nee, muss ich glaube ich nicht. Wir können uns ja zurück teleportieren. Wir teleportieren den Geist her. Der Geist klettert hoch. Beziehungsweise wir können einfach mit dem Schalter. Wir müssen das Problem, also wir müssen einfach das Ding rüber schaffen. So. Dann teleportieren wir uns zurück. So. Jetzt nehmen wir die zweite Platte. Stellen uns darauf. Der. Ach nee, geht ja nicht. Geht ja auch nicht. Die Platte muss ja aktiv bleiben. So, warte mal. Dann müssen wir uns jetzt hier raufstellen. Der Geist geht durch die zweite Platte, klettert hoch. Macht den Schalter wieder. So, dann sind wir drüben, aber es nützt uns ja gar nichts. Fuck! Platte auf Plattform legen. Stimmt, das könnte es bringen. Genau. Jetzt gehen wir rüber. Also der Geist geht. Ne, jetzt können wir einfach selber rübergehen. Ja, wir können selber rübergehen. Holen die Plattform rüber und dann haben wir es. Okay, und jetzt können wir den Würfel hochnehmen. Gut. Alles klar. So, Leute, es scheint also auch. Ich denke, es gibt schon mehrere Varianten. Leute, ehe wir in dieser Pyramide sind. Wir schaffen das heute nicht. Das ist absehbar. Wir schaffen das heute nicht. Egal. Wir genießen es. Diese wunderbaren Rätsel. So, das ist normaler Kram. Es geht weiter. Es geht weiter. Wir haben hier nur eine Platte. Wo führt die uns hin? Wo sind wir jetzt? Wo sind wir hergekommen? Waren wir da drüben? Wir waren da drüben, ne? Okay.
Okay, kurz mal gucken. Können wir hier mit von hier aus irgendwas machen? Außer ins Wasser fallen? Nee. Na gut. Hier haben wir einen Schalter, kommen aber nicht mehr hoch. Wenn wir den drücken. Könnte aber der Geist machen. Gucken wir mal, was passiert. Okay, also da fährt. Aha, da müssen wir wieder die Teleportplatte mitschicken. Da müssen wir die Teleportplatte möglicherweise mitschicken, damit wir da hinten einen Würfel bekommen. Soweit so gut. Aber warte mal, was sollen wir denn mit dem Würfel? Beziehungsweise, wie kommen wir denn wieder zurück? Die Teleportplatte ist da. Dann werden wir ja dahin teleportiert. Was nützt uns denn da der Würfel? Wir gucken jetzt mal oben. Okay. Wir brauchen den Würfel hier. Gut. Das heißt, wie kriegen wir den Würfel hierher? Der muss teleportiert werden. Naja, es ist nicht egal. Halt, nee, warte mal. Wir müssen halt, wenn wir dort drüben sind, müssen wir halt wieder hier hinkommen. Aber wie kommen wir hier hin, wenn die Teleportstation da drüben liegt? Das ist die große Frage. Über Plattenreset. Ja, aber Plattenreset. Ach so, der Plattenreset ist ja da drüben auch für diese Platte. Ja, dann ist es easy. Okay, dann ist es easy, ja, stimmt. Aber warte mal, wie kommen wir jetzt? Ja, drauflegen ist klar. Reset ist nicht als Lösung gedacht? Weiß ich nicht. Ist Teil der Spielmechanik. Das nützt uns aber jetzt gar nichts, weil wir jetzt nicht rüberkommen. Warte mal, der Geist aktiviert den Schalter, ja genau. So müssen wir es machen. Ja, das war jetzt auch meine Idee. Der Geist aktiviert den Schalter. Also wir teleportieren uns rüber, dann aktiviert der Geist den Schalter. Dann, so machen wir es. Das müsste ja vom Timing her passen. Okay, der Geist aktiviert den Schalter. Das Ding ist da und wir können uns dorthin knuffeln. Dann nehmen wir das und teleportieren uns erstmal darüber. So. Halt. Jetzt geht das ein bisschen zu schnell. Und jetzt kommt der Plattenreset zum Einsatz. Nein! Es ist nicht nur ein Plattenreset, es ist auch ein Würfelreset. Ja, sehr cool. Nicht schlecht. Ich bin beeindruckt. 1-0 für Rukagi.
Ja, okay. Naja, ich weiß nicht. Also, wenn man den Reset nutzen kann, dann ist es in Ordnung. Aber offensichtlich ist es halt nicht so gewollt. Gut, nun müssen wir mal neu überlegen. Also, wir holen erstmal wieder das Ding hier rüber. Ich meinte, dass das rüberfahren muss, ist ja wohl klar, oder? Das ist klar. So, warte mal, jetzt mal kurz überlegen. Also irgendjemand muss hier bleiben. Irgendjemand muss hier bleiben und den Knopf wieder drücken, dass das Ding zurückkommt. Der Würfel muss darüber und das Ding muss wieder zurück. Das muss gleichzeitig passieren. Ob der Geist durch die Wand kann, bezweifle ich. Schafft es der Geist, den Schalter zweimal zu drücken? Einmal hin, einmal zurück. Das ist eine gute Frage. Aber das ist ja vom Timing sehr schwierig. Warte mal. Also jetzt ist das überhaupt nötig? Wir fahren das Ding da drüber jetzt so. Okay. Nee, ist ja Quatsch. Das ist ja Unsinn. Jetzt können wir ja da gar nichts damit anfangen. Das ist kompletter Unsinn. Das muss wieder zurück. So, nochmal überlegen. Sascha hat die Lösung. Schafft es der Geist, den Schalter zweimal zu drücken? Du musst mehrfach teleporten. Okay, warte mal. Wir stellen uns hier hin. Der Geist betätigt den Schalter. Wir teleportieren uns. Dann sind wir da. Dann teleportieren wir uns dorthin, holen den Würfel, teleportieren uns schnell wieder zurück. In der Zeit muss der Geist das zweite Mal den Schalter geschaltet haben. So meint ihr vermutlich. Okay. Puh. Das ist auch eine Orientierungsfrage, ne? Also, wir. Knopf. Und dann so spät wie möglich. Nochmal Knopf. So, wir gehen teleportieren uns. Teleportieren uns. Scheiße. Holen das Ding. Und tipp. Ja, okay. Okay, ja. ja. Das Prinzip ist aber, glaube ich, korrekt, ne? Leute. Das ist hart. Das ist hart. Den ersten Teleporter vom Sockel nehmen. Wie meinst du? Ach so, dort vom. Ja, stimmt. Das ist ein guter Hinweis. Der ist nervig hier. Da muss man dann nämlich raufspringen. Ja, das ist ein guter Hinweis. Das war ja nervig. So, okay.
Jo. War gar nicht so schwierig. Prima. Wow. Krass. Krasser Shit. Oh Gott, Leute, wir sind immer noch nicht in der Pyramide. Ja, ich würde sagen, die Aufgabe heute ist es, in die Pyramide zu kommen. Dann gibt es noch einen dritten Stream mit Hourglass. Das ist ja komplett illusorisch. Der wird aber nicht nächste Woche stattfinden, weil nächste Woche sind wir mit dem Hobbygeneral am Start. Okay, dann können wir in Ruhe das jetzt mal bis zur Pyramide vorantreiben. Was passiert hier? Das Ding wird kurz geöffnet. Okay, das ist wieder so ein. Das ist relativ klar, dass das rüber muss. Nö. Ich will es nicht betreiben. Sonntag wird es keinen Stream geben. So, warte mal. Das muss da rüber. Derweil müssen wir. Das muss also. Das könnten wir theoretisch sogar ohne Geist machen, ne? Aber wir können es auch mit Geist machen. Ja. So, so fällt das runter, das ist klar. Aber wir stehen ja drauf, deswegen dürfte das nicht runterfallen und fährt rüber. Okay. So, jetzt sind wir erstmal da. Das nützt uns so halb. Ja, ich glaube, das war's schon. Das war dieser Punkt. Okay, jetzt geht's hier weiter. Ähnliches Thema. Da hinten ist die Pyramide, Leute. Okay, ich ahne, was hier los ist. Aber wie werden die geöffnet? Ach, man muss links, rechts springen. Ja, man muss links, rechts springen. Ich sehe es schon. Oh, krass. Geniale Idee, Leute. Ist ja fantastisch. Ja, super. Wir haben aber auch noch. Achso, die Platte muss einfach drauf liegen. Ja, dann ist klar. Beziehungsweise das macht dann der Geist. Ich gucke erst in den Chat, wenn ich selber nicht weiter weiß. Ihr seid zu schnell ansonsten. So, das muss, glaube ich, der Geist machen, ja. So, da bin ich mal gespannt. Ach so. Warte mal, das ist aber sehr schnell. Ach du Scheiße. Das geht ja jetzt gleich los, oder? Hä? Ah ja, okay. Scheiße, das war zu früh. Okay. Ich habe erst da hinten gecheckt. Aber warum sind denn das da Platten, sagt mal? Warum sind das Steinwände und das sind so eine komische Platte? Wisst ihr was? Ich glaube, man muss links dann noch runter von der Plattform. Oh mein Gott, das wird so ein. Oh Gott, das wird richtig Mist. Also man muss erst hier schnell hin und her springen. Dann muss man links runter, wenn ich das richtig sehe. Da vorbeilaufen möglicherweise oder irgendwas drücken. Nee, da muss man was drücken, weil ansonsten die Dinger runterfallen. Und das muss man da rechts. Oh Gott. Oh Gott. Das ist jetzt echt Geschicklichkeitsding und ich bin echt schlecht in sowas. Habe ich das schon erwähnt? Ey, das ist jetzt kein Rätsel mehr, das ist jetzt auch noch Geschicklichkeitsding. Da muss immer der Geist runter. Ah, okay, das muss der Geist machen. Meint ihr wirklich? Ja, wahrscheinlich. Warte mal, der Geist. Ich glaube, ich sollte erst den ersten Teil jetzt mal probieren, dass das funktioniert. Was mache ich denn hier für einen Schwachsinn? So, da erstmal warten.
dann rüber, ne? Genau. Warten. Rüber. So, und jetzt den Geist. Okay, der Geist muss hier raufstehen und dann... Ah ja, okay, dann muss ich rüber performen. Alles klar, verstehe. Das heißt, ich muss hier hin. Ah, ich muss jetzt schon rüber eigentlich. Okay. Muss ich jetzt wieder zurück? Hier müssen wir zwei Geister... Hä? Wie soll das denn bitte gehen? Hä? Okay, ich muss ganz schnell rüber. Ah, ich weiß. Ah, nee, auch ein... Scheiße, das muss ein Geist machen. Ich Idiot! Ich Idiot! Das wär's gewesen. Egal, vielleicht können wir zurückspringen oder so. Ich hab mitten im Sprung den Geist beschworen. Okay, aber Prinzip verstanden. Okay. Okay, alles klar. Also das ist der Anfang ist easy. Dann wird's fies, weil man dann zwei Geister beschwören muss. Man muss aber einfach stehen bleiben und den Geist drüber machen. Der macht dann dasselbe dort. Da muss man wieder hin und her wechseln bis zum Ende. Puh. Wow. Wow, wow, wow. Aber Respekt davor, sich sowas, so einen kranken Scheiß auszudenken. Das ist wirklich crazy. Nicht schlecht. Okay, kurz nochmal verinnerlichen. Da warten, da warten, da warten. Geist. Zurück teleportieren. Ja. So, Geist macht hier auf. Wir teleportieren uns rüber. Wir sind hier? Warte mal, was ist das denn für ein Quatsch jetzt? Ach so, hä? Jetzt habe ich irgendwie kompletten Denkfehler gehabt. War ich nicht auf der anderen Seite? Was war das denn für ein komischer Quatsch? So... Wir porten uns jetzt hier. Beschwören den Geist. Der springt rüber, macht den Kram. Aber wie kommen wir jetzt? Achso, warte mal. Wir müssen... Nee, wir müssen tatsächlich... Wir müssen hier rüber. Scheiße. Wir müssen hier rüber. Sonst geht das nicht. Scheiße. Das Ding fällt. Verdammt. Hä? Was war das denn für ein Fuck? Irgendein Denkfehler hatte ich. Ja, genau. Auf der einen Seite muss ich es selber machen. Das war der Denkfehler. Auf der einen Seite muss ich es selber machen und dann warten, bis das rüber ist und dann wieder zurückspringen. Stimmt, der zweite Geist killt den ersten. Das war der Denkfehler, ja. Okay, zumindest gedanklich einen Schritt weiter. Wow. Platten mehr den Rand legen? Das verstehe ich nicht. Die werden nur in dem Moment rot, in dem sie über der Steinmauer sind. Aber das ist, glaube ich, unkritisch. Ja, sehr nervenaufreibend. Das kann man laut sagen. Trotzdem war es eben komisch, dass ich auf der anderen... Plattform gestartet war. So, hier jetzt erstmal
Normal Geist. Geist, der das öffnet. Wir sind aber schon wieder. Hä? Ich kapiere nicht, warum wir hier sind. Vermutlich, weil wir gleich. Ah, wir werden gleich geportet. Das ist der Punkt. Weil ich auf dem Portpunkt den Geist hole. Das hat mich halt komplett verwirrt. Aber ist ja eigentlich eine angenehme Sache. So, jetzt der Geist macht das hoch und wir müssen das andere hoch machen. So, wir müssen uns hier porten. Rüber und das andere hoch machen. Und wenn das Ding durch ist, müssen wir hier zurückspringen. Warten, bis der da durch ist. Dann gehen wir hier rüber. Warten, bis der durch ist. Dann gehen wir rüber und dann haben wir es hoffentlich geschafft. Warte mal, vielleicht müssen wir das noch mitnehmen. Puh. Ja. Weiß ich nicht, ob wir es brauchen. Das Ding geht hoch. Ja, brauchen wir. Wir brauchen jetzt einen Geist, der das hoch macht. Ja, easy. Wow. Puh, Leute. Pünktlich zum Streamende, zum geplanten Streamende erreichen wir die letzte Pyramide. Oha. Wir werfen noch mal einen Blick in das letzte schwierige Level. Auf jeden Fall sieht es ein bisschen anders aus hier. Oh, wow, cool. Regen und düstere Nacht. Und Gewitter. Sehr schön. Und der übliche Kreis. Und da geht's dann los in die Level. Ja, Leute. Es sieht im Moment erstmal so easy peasy aus. Keine Ahnung, da drüben ist der Kristall. Alles popelig. Aber warte mal. Hä? Hä? Wollt ihr mich verkohlen? Was ist denn das? Ah! Aha. Okay. Ja, das ist ja faszinierend. Das heißt, das weiß gar nicht, hält das? Passt da? Ja, ja, ich habe schon kapiert, dass die Platte bis nach links fährt. Das habe ich jetzt schon kapiert. Hat das, passt da ein Würfel drunter? Leute, ich bin so irgendwie scharf darauf. Wahrscheinlich muss man von da drüben irgendwas zurücknehmen. Hm. Wird der Geist auch geschoben? Ja, das ist eine gute Frage. Auf jeden Fall ist es deutlich komplizierter als gedacht. Wir gucken mal, ob die Platte durch den Geist fährt. Das ist einfach mal interessant zu sehen. Nee. Also, gleiches Problem. Okay, wow. Krass. Interessant. Ich muss einfach mal hier rüberspringen, weil es mich so begeistert. Krieg
Kriegen wir irgendwas? Ja, wir kriegen Würfel, aber den Würfel kriegen wir dorthin nicht hin. Das heißt, wir brauchen vermutlich Platten, ne? Wenn es echt heiß darauf, auf diesen ganzen Kram. Da fahren wir darüber. Okay, Leute, ich würde sagen, ich habe mich jetzt hier sowieso eingesperrt. Achso, da kann man zurückfahren. Man kann sich gar nicht einsperren. Ich würde sagen, wir fahren nochmal zurück und dann lassen wir das für heute. Ich fürchte aber, das wird ein harter Abend werden. Na, das schaffen wir vom Timing gar nicht, weil wir müssen uns darauf stellen. Ah, schaffen wir doch. Nee, schaffen wir nicht. Das wird ein harter Abend werden, wenn wir das zu Ende kniffeln, ey. War ein Raid? Oh, verdammt. Hab's leider gar nicht mitbekommen. Alert. Willkommen, wer auch immer da ist. Freut mich sehr. Wir sind am Ende dieses heutigen Streaming-Abends angekommen.